Also unser Konzept ist ja die Konzeptlosigkeit. Genau. Und es ist schon die 7. Folge der Konzeptlosigkeit. Eigentlich auch ein schöner Titel für einen Podcast, ne? Konzeptlosigkeit? Ja, die Konzeptlosigkeit. Das finde ich tatsächlich nicht schlecht, ne? Aber ich fand auch Shitstorm-resistent gut. Aber tatsächlich, nee, den gibt's, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber Brandung ist natürlich auch ein guter Podcast. Ne? Ja, das heißt Brandung. Brandung. Unser Podcast heißt Brandung. Und das so ist die 7. Folge schon. So wie Brandenburg und dieses Seefahrts-Brandungs. Wie kamst du auf die Seefahrt-Anekdote? Das liegt ja jetzt nicht so nah, wenn du einen Podcast machst aus Brandenburg. Weiß ich nicht. Das hat halt irgendwas mit Internet zu tun. Echt? Irgendwas mit Netzen, dachte ich mir. Surfen. Ja, 7. Folge? 7. Folge. Und wir wollten ein bisschen selbstreferenziellen Spaß machen, wa? Ja, wir wollten mal ein bisschen Meta-Podcast machen. So, damit es wirklich neben uns keinen erstmal interessiert. Aber wir bringen auch Themen, ja. Themen machen wir gegen auch. Gegen Ende kommen Themen. Ja, oder mittendrin, mal gucken, ne? Also, ja. Wir reden ja am liebsten über uns selber. Mhm, und mit uns. Und mit uns und über unsere Themen und über die Themen, die uns interessieren. Genau. So, und tatsächlich sitzen wir hier gerade draußen. An der Freundschaftsinsel oder gegenüber von der Freundschaftsinsel am Wasser. Das Wasser wässert. Gleich werdet ihr ein Schiff hören. Wahrscheinlich das Gras jetzt grast. Schon. Was eben diese Dinge so machen. Ja, man, und Nebengeräusche werden hier konsequent mit verarbeitet. Genau, diesmal und, ohne Halt. Wenn ihr hört, dass uns Mücken stechen, dann sagt uns im Nachhinein bitte Bescheid. Ja. Ja, also wir haben hier so eine kleine Themenliste. Also wir wollten einfach heute mal so ein bisschen plaudern. Ja? Und selber irgendwie zu Ideen kommen, Dinge besprechen. Wir reden über Dinge. Ja. Zuerst mal glauben wir, dass wir hier noch ein Intro reingebastelt haben. Ja. Zu Anfang. Das macht übrigens der Torben. Der kann das. Der genau, ist halt so ein IT-Experte. Kann das nicht, aber ich glaube, da kommt ein Flaschensammler, oder? Ich kann das nicht. Nee, ich kann das auch nicht, aber ich habe zumindest ein paar Töne gefunden. Töne gefunden. Und habe aus diesen Tönen ein bisschen ein Intro basteln wollen. Und das halt mit meinen profanen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, einfach mal gemacht. Wir haben übrigens auch gerade den Brandungston, der gerade... Ja, der fährt live vorbei, fährt jetzt hier. Live vorbeischippert. Aber ich glaube, uns hört man deutlich mehr als das Schiff, weil das Mikrofon hoffen, auf uns gerichtet ist. Ja. Ah, man hört übrigens den Boden ziemlich gut. Also jetzt kommt auch hier jemand vorbei. Verrückt. Aber... Das ist ja alles gewollt. Das ist alles gewollt. Das ist alles so geplant. Wir haben ja, sitzen ja eigentlich in Wirklichkeit auf dem Wohnzimmer, auf der Couch und spielen hier ganz bewusst Geräusche ein. Genau. Hochprofessionell. Hochprofessionell. Das hört man übrigens extrem gut. Was? Deinen Fuß auf dem Boden. Mein Fuß auf dem Boden. Mhm, wenn du ihn schleifst. Ja, also wir dachten uns, wir machen das mal ein bisschen anders heute. Genau. Und zwar haben wir verschiedene Themen. Das Intro war eines davon. Da könnt ihr ja mal Kommentare zu senden, wenn ihr bessere Versionen machen könnt oder habt oder sowas, schickt uns einfach irgendwelche Audiodateien. Irgendwelche? Und, genau. Also nicht irgendwelche, ne? Das muss natürlich lizenzfrei Shakira sein. Shakira oder so. Genau. Aber lizenzfrei. Lizenzfrei bitte. Natürlich. Handsigniert aber auch nur. Mhm. Handsignierte MP3s von Shakira. Selbstständig vorbeigebracht. Bitte. Genau. Und ja... Also das würde ich jetzt erstmal so sagen, können wir erstmal weiter verwenden jetzt das Intro, was wir bisher haben. Wie gesagt, schickt uns was, wenn ihr was Schöneres habt, wenn ihr was Besseres machen könnt. Wäre ja cool. Mhm. Wie stehst du dazu, das Ganze auf dem eigenen Blog mal zu basteln? Also um da irgendwie so eine... Ich weiß gar nicht, ob die Domain frei ist. Nee. Ist nicht? Nicht so wirklich. Also ich glaube, .org oder sowas gibt es noch. Mhm. Da muss man ja auch aufpassen, ob da nicht irgendwelche Namensrechte dran sind. Marken, tralala, bläh. Bläh. Na egal, ja, da also überlegen wir. Es gibt irgendwie eine Firma, die so heißt. Ja. Naja gut, wenn die nichts Vergleichbares machen, also keine hochprofessionalisierte Radiomoderation, wie wir das machen, dann ist das ja eigentlich fast egal. Das stimmt. Dann wird sie das ja vielleicht nicht geschützt haben. Aber ist ja auch egal. Aber, ich finde es nicht so gut, dass wir hier so konzeptlos arbeiten. Ich wollte eigentlich mal unsere Themen vorstellen. Ach so. Ja, na, tatsächlich. Wir,
Na gut, also damit man schon mal im Voraus weiß, ob man vielleicht sofort wieder abschalten kann. Na, das weiß man doch, wenn man den Blogbeitrag gesehen hat. Aber gut, schieß mal los. Nee, aber nicht, machen. Wenn man jetzt zum Beispiel bei iTunes klickt. Okay, stimmt. So, wir sind nämlich auch bei iTunes. Ach so. Ja, wir sind Apple-affin. Ach, sind wir gar nicht. Also, das erste Thema ist Brandung und Folgenummer erwähnen. Genau, wir wollten die Folgenummer erwähnen. Das haben wir getan, ne? Folge 7. Und dass es die Brandung ist. Und wir sind die Brandung. Super, haben wir abgehakt. Perfekt. Zweites Thema ist auf Bewertung und Kommentare hinweisen. Das hast du reingeschrieben. Was ist denn Bewertung und Kommentare? Das hat das mit diesem iTunes zu tun, ne? Ja, auch. Also, ich habe den Podcast so auf verschiedensten Plattformen angemeldet. Auch bei podcast.de und sowas, was es da so gibt. Und bei so. iTunes und da kann man so Sternchen setzen. Also, falls ihr da seid und dann macht doch mal sowas. Schlechte Bewertung nur unter Klarnamen, ne? Das ist ja klar. Ach, wie ihr wollt. Wenn der Podcast scheiße ist, dann bewertet ihn bitte als scheiße. Wichtig wäre erstmal überhaupt irgendwelche Bewertungen zu haben, weil sonst erscheint man da eben nur als, so ein graues, alles ausgegraute Sterne und so. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof und dann wird man halt auch irgendwie ganz schlecht geratet und sowas. Ja. Also wir würden uns freuen, wenn mal jemand so unseren Podcast bewertet, falls ihn überhaupt jemand hört, das wissen wir ja nicht. Ja. Weil wir sehen ja die Download-Zahlen nicht. Keine Ahnung. Nicht wirklich? Nee. Genau. Eigenes Blog aufsetzen. Ja. Ja, also. Ob wir das ganze Ding mal rauspacken aus unseren Blogs oder. Ich finde. Auf der anderen Seite können wir auch immer. Die Idee ganz gut. Wir müssten halt nur gucken, dass wir irgendwie eine Domain kriegen, die vielleicht halbwegs sinnvoll ist. Ich wollte sowieso mal mein Paket da ändern von meinem Webspace und dann kriege ich noch irgendwie neue Domains dazu. Ich wollte demnächst auch mal eventuell einen Serverwechsel betreiben, aber ja. Also einen Anbieterwechsel, aber gut. Das ist, ja. Es gibt ja auch Leute, die sich hier ganz, ganz schnell mal so eine Domain klicken können. Ne? Genau, da wollte ich nämlich auch mal hinwechseln. Da wolltest du hinwechseln? Ja. Mhm. Ja, einfach wegen der kürzeren Wege und so. Okay. Kannst du mich ja mal drüber informieren. Werde ich mal machen. Ja, da könnte man halt mal überlegen, ob man da sich ein Domain bastelt oder so. Aber ich fände es auf jeden Fall irgendwie witzig, wenn man das ganze Ding jetzt... Also, wir würden halt schon ganz gerne jetzt demnächst regelmäßiger senden. Und, meine, die letzten Folgen haben wir ja irgendwie alle soweit zusammen gemacht. Und, deswegen fände ich das halt cool, wenn wir da irgendwie das ganze Ding dann auch auf ein eigenes Blog setzen. Was nicht heißen soll, dass da kein anderer mehr mitmachen soll. Das was? Dass hier kein anderer mehr mitmachen soll. Nee, gar nicht. Da sind wir doch wahrscheinlich beim nächsten Punkt, nicht wahr? Mhm. Gäste. Ja, nicht fürs Audioformat. Du kannst da ruhig kreativ in einer Ebene hin und her wechseln. Wir sind heute ganz strukturiert und Okay. Audioformate. Konzeptbehaftet. Gut. Audioformate. Ja. Wir machen momentan MP3 und OGA bzw. OGG. OGA, nee. Wo machst du, ne? OGA heißen die Dateien. OGA. OGA. So wie diese Figur aus der Fabelwelt. Und dass der mit ER geschrieben wird, oder? Ja, nur anders geschrieben. Das neben uns ist übrigens eine Partybank, wenn ihr die jetzt hört. Wir sind drin. Achso, wir spielen gerade Geräusche einer Partybank ein. Genau. Ja, Audioformate, was wolltest du denn dazu sagen? Ja, das hast du hingeschrieben. Aber, Nein. Was... Audioformate hast du hingeschrieben? Echt? Ja, krass, ne? Okay. Passiert. Was vielleicht ganz interessant ist, ist eben diese BitLove-Geschichte, wo wir uns auch angemeldet haben. Stimmt, genau. Das ist... Ein Torrent-Feed? Das erkläre ich gleich. Das ist so ein bisschen... Obwohl, eigentlich ist es schnell erklärt, oder? Ja, das können wir schnell machen. Ich weiß nicht. Es ist halt ein Torrent-Feed und Torrents sind so zerhackte Dateien. Oder eigentlich ist ein Torrent nur ein Verweis auf zerhackte Dateien. Und... Und wenn man sich diesen Torrent runterlädt, dann fängt halt ein Torrent-Programm, wie zum Beispiel BitTorrent oder MyTorrent oder Transmission oder KTorrent gab es, glaube ich, auch. Also gibt es diverse Programme, die man sich da ziehen kann. Das fängt dann an, die zerhackten, zerstückelten Dateien zu laden. Und das hat den raffinierten Vorteil,
dass eben gleichzeitig, also dass man gleichzeitig Downloader und Anbieter von Dateien ist. Und wenn mehrere Leute gleichzeitig Dateien runterladen, dann laden sie voneinander Dateien runter und laden eben die Stücke, die der andere schon runtergeladen hat, für sich selbst runter. Und der andere kann eben Stücke von einem selbst wieder runterladen. Genau, und das Schöne ist, oder dass das wirklich Geniale ist, und das ist ja für uns auch recht relevant, deswegen bewerben wir das jetzt hier, wenn also wir twittern, dass wir jetzt gerade diesen Podcast veröffentlicht haben und unsere 2,5 Millionen geschätzten Hörer gleichzeitig anfangen runterzuladen, dann geht immer unser Server in die Knie. Das genau. heißt, da kriegen alle immer nur niedrige Downloadraten. Wenn jetzt aber alle 2,5 Millionen User gleichzeitig den Torrent laden, dann wird, je mehr Leute das laden, die Verbindungsgeschwindigkeit schneller. Also ihr profitiert dann direkt davon, wenn ihr in großen Horden über den Server herfallt. Und deswegen ist das auf jeden Fall ganz cool. Und BitTorrent oder BitLove ist auf jeden Fall auch ein unterstützenswertes Projekt. Da kann man sich auch mal rumgucken. Das kommt aus dem Universum von Podlove, von Tim Pritlove. Der sich halt überhaupt um das Ganze... Was, dürfen Boote hier ohne Beleuchtung fahren? In deinem Wohnzimmer? Das ist nur ein Geräusch. ein eingespieltes Geräusch. Ne? Ja, das ist unbeleuchtet. Naja, egal. Pritlove-Projekte, der im Prinzip das Publizieren, das Downloaden, das Anbieten von Podcasts alles ein bisschen vereinfachen will. Und darum entwickeln sich momentan einige Projekte. Die arbeiten zum Beispiel auch ganz stark mit den Auphonic-Leuten zusammen. Was so ein tolles Post-Production-Tool ist, was so Appen wie uns, die wir hier ein Mikro anschmeißen können, irgendwo im Wohnzimmer mit Motorbootgeräuschen, hilft, die Post-Production zu machen von diesem Podcast. Und im Prinzip soll dann auch ein WordPress-Plugin folgen und all möglicher Kram. Also ein ganz tolles Projekt. Wenn jemand Ahnung hat und vor allem mehr Ahnung hat als wir, dann sollte er sich da auch beteiligen, wenn er kann. Also als Programmierer, als Coder, als was auch immer, was da benötigt wird. Die suchen auf jeden Fall immer händeringend Leute und freuen sich auf jeden, der Ideen einbringt. Und vielleicht auch ihr Podcast, ihr Podlove WordPress-Plugin schon mal testet oder so. Das könnten wir übrigens auf dem Blog dann versuchen. Also Tim hatte gesagt, das ist jetzt in einer Alpha-Beta-Version irgendwie verfügbar. Und schon über das WordPress-Plugin, über den WordPress-Plugin-Suche zu finden. Und das soll im Prinzip den ganzen Fu übernehmen, dass du also da einfach nur die Audioquelle reinschmeißt, nachdem du ein Intro reingefrickelt hast. Und dann, ich glaube, der macht sogar die Post-Production bei Auphonic, lädt den Spaß auf deinen FTP-Server, knallt den Namen und die ID-Tags rein und du kannst im Prinzip, während der den ganzen Spaß mit der Post-Production und dem Upload und Tralala macht, den Blogbeitrag verfassen und hast im Prinzip erstmal... Ich frage jetzt mal ganz naiv, was ist denn Post-Production und was ist FTP-Server? Du weißt das doch. Ja, ich weiß das. Ach so. Nein, die Post-Production ist eben... Da verwischst du mich ja auch wieder. Post-Production ist eben so... Naja, man nimmt hier irgendwie sowas auf, das, was wir jetzt hier gerade machen. Und das ist das, was ich noch verstehe. Dann knallt man da irgendwie so vielleicht noch andere Dateien ran, also haut man noch ein Intro rein oder aber wir machen zwischendurch mal eine Pause und nehmen noch weiter auf oder wechseln die Location oder irgendwas. Die Lautstärke verändert sich oder wir haben ein kontinuierliches Summen drin und so weiter, dass man dann in der Post-Production also sozusagen die Lautstärken anpasst, dass das halt einigermaßen vernünftig passt mit Jingle und unserem Gelabere. Unser Gelaber wird dann je nachdem irgendwie auf einen Pegel gefasst, wenn es halt eben unterschiedliche Lautstärken gibt, dass es dann halt einigermaßen hörbar bearbeitet wird, die Datei. Woran sie noch arbeiten bei Auphonic ist dann auch so eine Noise Reduction. Das heißt also, wenn jetzt irgendwie plötzlich irgendjemand in eine Chipstüte greift und irgendwie ganz, ganz lautes Rascheln dazwischen das Rascheltier. Kommt, dann kann man das im Idealfall dann irgendwann vielleicht auch rausfiltern. Das war genial, wie ich in dem Moment den Chips Rascheltüten-Sound eingebaut habe. Und jetzt auch noch den Cracker-Sound. Genau, das ist Post-Production. Das ist... Und FTP? Na, du kennst dich doch da mehr aus. Warum erklärst du das nicht? Ich muss dann wieder irgendwie was sagen, wie das ist, so was, wo man Dateien hochlädt auf irgendwelche Server. Weil viel mehr verstehe ich davon ja auch nicht. Ja, FTP ist so ein uraltes Protokoll, was das halt... Das File-Transfer-Protokoll. Was halt, genau, was halt vor HTTP verwendet wurde. Ach, ich weiß auch nicht. Aber es ist doch immer noch aktuell, oder? Wenn man halt irgendwas hochlädt. Ja, ja. Also, ich benutze das gelegentlich. Genau. Das muss man doch auch benutzen, oder? Ist das schon wieder aus... Ja, dann kannst du auch SSH nutzen oder sowas.
stimmt. Aber. Ja gut, aber gut, genau. Also auf jeden Fall dieses Projekt Podlove, ganz toll. Und ich hoffe, dass es das uns auch ein bisschen einfacher machen wird, in Zukunft da ein bisschen mehr zu basteln. Ein bisschen ja. Professioneller zu wirken. Wir wirken. Genau. Eventuell professionell. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung. Deswegen bin ich auch auf FDP nicht näher eingegangen. Weil ich mich mit der FDP überhaupt nicht auskenne. Genau. So. Und jetzt kommen wir aber mal zu unseren Themen. Also, nee, noch nicht ganz. Wir haben noch die Gäste. Genau, ach Gäste. So. Also, wir haben ja schon, also bisher war es ja so, dass ich so in jedem Podcast dabei war. Dass der Torben jetzt in schon sehr vielen Podcasts dabei war. Ich glaube, in den meisten, in 4, inklusive dem oder exklusive dem. Ja, wir haben die Landtagswahl. Ja, 4. Inklusive diesem. Und die Camp-Geschichten, ja. Genau, die Camp-Geschichte, die beiden zum Landesparteitag und heute. Davor hatte ich 2 mit Sven gemacht, aus Brandenburg. Mhm. Sven Pinke. Und, also dem Ducktail. Jetzt muss ich den Namen rausschneiden, weil er bestimmt nicht und so, Datenschutz und so. Ach so? Weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wie Sven da reagiert. Wenn er den Podcast hört, dann kann er uns ankacken. So, und wenn nicht, dann Pech. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind ja Spackeria-Fans. Jetzt hast du das gesagt. War doch geheim? Wir disqualifizieren uns. Ach. Man kann es auch übertreiben. Ja. Genau, und dann habe ich noch eine mit Bastian gemacht. Ja, das können wir meinetwegen gerne so fortsetzen, dass man irgendwie so verschiedene Leute hat, die Podcasts aufnehmen und die dann als Brandung, also einen Podcast von Brandenburger Piraten einstellen. Ich muss da nicht zwangsläufig immer dabei sein. Das kann auch Thorsten. Das kann auch Torben machen. Ja. Mit irgendjemandem oder nur ich mit irgendjemandem oder vielleicht mal Bastian mit Sven oder sowas. ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr Beteiligung und mehr Gäste und vielleicht traut sich ja mal der ein oder andere, auch der bisher noch nicht mitgemacht hat, mal in so ein Gespräch hier und wie ihr merkt, wir labern ja auch nur einfach, wie uns. Na, das möchten wir aber zumindest in den nächsten Folgen so ein bisschen strukturieren, ne? Oder wir haben da schon also zumindest ein paar Ideen. Also ich dass wir da ein bisschen thematischer auch vorgehen. Also ich fände das schon sinnvoll, wenn wir da halt auch ein bisschen, zumindest zwischendurch auch mal ein bisschen mehr inhaltlich geprägtere Sendung machen. Ja. Strukturierter. Also Inhalt ist ja immer da. Es ist ja nichts, was wir sagen, ist irrelevant. Im Gegenteil. Na, wir das haben noch ja gar kein Programm. Wir haben noch gar kein Programm. Was sollten wir jetzt? Doch Internet. Wir haben Internet. Deswegen haben wir hier auch ganz viele Internet-Themen heute. Also, wir haben ganz viele kleine Themen. Ja, dann die wir uns mal so, vor, uns mal so schnell abkaspern könnten, abarbeiten können. Genau, dann liest sie doch mal kurz alle vor. Und zwar PK12, Erlebnisbericht. Dann haben wir den PDV-Fail in Köln. Dann wollen wir kurz nochmal den schon längst vergessenen Neupiraten-Rant ansprechen. Ganz heißes Eisen. Ich würde da eigentlich nichts großartig was zu sagen wollen, aber das kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Ich verweise einfach nur auf einen anderen Podcast. Genau, verweisen wir da auf einen anderen Podcast bei dem Thema. Bei dem Thema ganz heißes Eisen. Wir haben ein Thema, was heißt ganz heißes Eisen und da verlinken wir euch einfach einen Podcast im Blog. Genau, dann haben wir hier, du hast die VTs eingestellt. Wen habe ich eingestellt? Die VTs. Was ist ein VTs? Die Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorien. Ach so, nee, ich habe einfach nur den. Ich habe einfach nur mal gedacht, vielleicht kann wir man das mal zumindest, darauf genau, dass man darauf hinweisen kann auf den. Genau. Auf den und, Engel. Ich habe hier einfach nur reingeschrieben: Breitbrandtreffen mit den Grünen oder bei den Grünen. Mhm. Ja, da können wir jetzt auch nicht was groß zu sagen. Da war nämlich, oder da ist vielleicht gerade noch. Nee, ich glaube, das ist vorbei. Ich denke, das ist vorbei. Micha, unser Landesvorsitzender, und Tobias waren da vorhin und da kann man sich bestimmt im Logbuch von Micha nachlesen, was die da so gemacht haben. Und auf jeden Fall gab es auch einen Hashtag zu dem Thema, wo Micha getwittert hat. Da kann man auch nochmal nachgucken, wenn man möchte.
Das also nur so als kleinen Hinweis. Ansonsten sind unsere Themen, wie gesagt, die Potsdamer Konferenz, diese PDV-Geschichte, PDV, Partei der Vernunft, der Neupiratenrent, das ganz heiße Eisen und der Hinweis auf diese Verschwörungstheorien Engel. Engel. Wobei man das an den PDV-Fail mit anhängen könnte. Stimmt, ja. Naja, fangen wir mal an mit den... Jetzt fangen wir mal an mit der PK12. Ja, wir hatten ja die Potsdamer Konferenz. Wie man dem Namen nach vermuten kann, in Potsdam, im Treffpunkt Freizeit, am Ernst-Thälmann-Gedenkstein. Ja, der wurde ja in irgendeinem Nachrichtenmagazin wurde der verwendet. ZDF, glaube ich. ZDF, ja? Ja, ja. Ja. Also, wir sind uns unserer Geschichte bewusst. Ja, wir sind hier im Osten. Ja, erzähl doch mal. Du hast ja mehr Panels besucht. Ja, ich soll erzählen. Dann leg los. Ja, na, ich war zum Beispiel beim bei dem Panel gleich am Anfang über Entwicklungspolitik. Der hieß irgendwie anders. Da ging es aber um Entwicklungspolitik. Da wurde halt vor allem über die Politik in Afghanistan geredet, also wie nennt sich das eigentlich? Entwicklungshilfe? Ja, so nennt sich das. So nach dem Krieg, Wiederaufbau? Ich weiß es nicht. Ja, so, so Hilfsprogramme, Ausbildungsprogramme. Demokratisierungsprojekte. Und sowas. Und das war ziemlich interessant. Da hat nämlich einer von den Piraten, der dort auch arbeitet, bei der Hilfsorganisation HELP, da ganz interessante Geschichten erzählt. Und auch ein, ich glaube, Baraki hieß der. Mhm. Der war, ist auch Afghaner und hat erzählt, wie das da so läuft. Und das war... der ist Pirat gewesen, der Baraki, der Dr. Baraki? Nee, der war der nicht vom Zentrum für irgendwas, ZEF oder wie die hießen? Der war Referent, der von der HELP-Geschichte war ein Pirat, soweit ich das verstanden habe. Ja, und die haben halt berichtet aus Afghanistan, wie da diese Projekte laufen und so Hauptfazit für mich war halt, das war im Grunde schon klar, was ich im Grunde schon mir immer schon gedacht habe, ist, dass vor allem solche Sachen wie irgendwie durch armeegestützte Aufbauprojekte halt eine relativ schwierige Geschichte sind, weil eben solche Aufbauprojekte halt als Besatzungsprojekte irgendwie so angesehen werden, wo halt eine feindliche, in Anführungsstrichen, oder eine ausländische Armee ins Land kommt, die halt nicht dazu aber ich dachte, die Deutschen sind so beliebt. Darum gebeten wurde und dort Dinge aufbaut. Und was würden die Taliban-Kämpfer lieber zerstören als von feindlichen Armeen aufgebaute Dinge? Ja, und das läuft halt nicht und im Gegensatz dazu laufen halt zivile Projekte ziemlich gut und die sprechen sich auch mit den örtlichen Leuten ab und können auch dahin gehen, wo Taliban-Aktivitäten sind und wenn die dort irgendwie eine Schule bauen, dann wird es halt auch von denen als positiv angesehen und da wird halt auch niemandem was zuleide getan. Und von daher ist diese zivile Hilfe halt doch wahnsinnig erfolgreich und die andere eben nicht so wirklich sinnvoll. Ist geradezu gefährlich halt für die Helfer. Ne? Das war so das erste Panel, was ich mir angesehen habe. Was habe ich mir noch angesehen? Ich kriege das gar nicht mehr so auf die Reihe. Cyberwar, da habe ich ja nur im Plenum den Vortrag auch gesehen. Also ich habe meistens das im Plenum beobachtet, weil ich habe mich ja ein bisschen an Hubert rangehängt und wenn er mir gesagt hat, mach da mal was oder drück da mal auf Aufnahme oder verteile mal da die Aufnahmedinge, habe ich da so ein bisschen der Technik ein bisschen geholfen, sofern es mir möglich war und so weiter. Und deswegen rannte ich da hauptsächlich ums Plenum rum. Und ja, da war ja ein Cyberwar-Vortrag. Den fand ich ganz spannend. Am Anfang hatten wir auch Dr. Baraki da. Baraki? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Baraki, glaube ich, aber. Ja, da war ja auch ein Panel da und
da ging es auch um die Entwicklungspolitik und Friedenspolitik und ja. Also da habe ich halt Teile mitbekommen, aber den Cyberwar-Vortrag fand ich ganz spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich mir Namen merken könnte. Es war auf jeden Fall jemand, der, wenn das merken könnte, irgendwo in Regierungsberatungskreisen oder sowas unterwegs war und da mal so ein bisschen die Szenarien aufgezeigt hat, die es so gibt, die Fähigkeiten aufgezeigt hat, die möglicherweise so bestimmte Staaten schon besitzen und was so derzeit, was halt so schon bisher vorgekommen ist an Cyber-War oder an, ja, dieses affige Wort. So lächerlich, ja. Aber was da eben so gekommen ist, wie er so das einschätzt, was für bestimmte Szenarien irgendwie denkbar wären, was ja irgendwie jetzt momentan gerne an die Wand gemalt wird, wie, ja, die greifen Infrastruktur oder weiß der Geier was an, ne? Hier so Stromversorger und wie schalten uns das Netz ab. Das kriegt die Privatisierung schon alleine hin, dass wir hier ohne Strom und ohne Internet sitzen, aber auch mal immer nur weiter privatisieren, dann ist die Infrastruktur auch schon am Arsch. Das ist dann so ein bisschen die neoliberale Cyberwar-Geschichte. Aber das ist da auch so ein bisschen eher unwahrscheinlich. Eher geht es da halt eben um Spionage, um Wirtschaftsspionage oder eben um so Sabotageakte, die eigentlich auch immer einhergehen mit traditioneller Spionage-Sabotage. Also so diese Geschichten wie Stuxnet oder so, da muss da halt auch jemand mit einem USB-Stick da reingehen und den anschließen. Und da ist eigentlich eher der Fail gewesen, dass das Ding rauskam aus der Anlage, die angeblich nicht am Netz hing. Da ist halt immer so, also das war auf jeden Fall ein recht spannender Talk. Da hat währenddessen, während der lief, auch hier Tim Pritloff Interesse an der Aufzeichnung bekundet über Twitter. Und das ist auch nochmal wichtig, alle Vorträge, die da gelaufen sind oder alle Panels, die da gelaufen sind, wurden mit leider kleinen Handaufzeichnungsgeräten, so der Art, wie wir jetzt hier auch so rumlaufen, ausgestattet, sodass man sie aufnehmen konnte. Nur beim Plenum wurde es alles ein bisschen professioneller aufgezeichnet. Aber es gibt also Audiomitschnitte von fast allen. Im Raum 1 war irgendwie einer mit einem Russland-Thema. Ich weiß nicht mehr genau, welches Thema das war, wie das hieß. Die haben leider vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Schade. Ja. Yep. Also da ist uns was verlustig gegangen, aber ansonsten müssten alle Aufzeichnungen da sein. Ja, ich war noch beim bei Europa 2.0 von Crackpiller, wo er so ein bisschen die Struktur erklärt hat, wie er sich quasi in Europa auf, also eine EU oder ein Europa vorstellen könnte, die halt ein bisschen anders läuft als bisher, ein bisschen demokratischer, ein bisschen öffentlicher auch so, was die Berichterstattung angeht und sowas. Und ich bin da auch erst relativ spät gekommen, da war schon eine Diskussionsphase, also ich habe bloß noch irgendwie die letzten Minuten mitbekommen, den wollte ich mir auch nochmal anhören. Ansonsten habe ich mal reingeschaut bei den PPEU-Treffen, die haben da fleißig auf Englisch geredet und so wie ich gehört habe, sind sie nicht so viel weiter vorangekommen, weil sie halt viele Sachen nochmal aufarbeiten mussten, die schon beredet waren. Ja. Aber ein Stück weit ging es wohl weiter voran und da ist jetzt am 1. und 2. September ist das nächste PPEU-Treffen in Barcelona. Dann hoffe ich mal, dass das weiter vorangeht, weil es ist... Haben Sie was gesagt? Es sollte, glaube ich, noch ein Treffen in Rom geben und eins irgendwie noch in Deutschland. Das in Rom erstmal noch nicht, weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht nach dem in Barcelona. Mhm. Dann sollte ja im Januar oder Februar die Gründung irgendwo in Luxemburg sein. Oder, also ja genau, da haben sie noch überlegt, ob das irgendwie nach dem luxemburgischen oder nach dem schwedischen. Ach, das wurde auch wieder in Frage gestellt, oh Gott. Nee, ich habe das nicht mitbekommen. Also okay. Ich war nur am Ende da und da ging es halt nur um die Termine und sowas. Was schon Ja, genau. Ich glaube, das war aber für das Gründungstreffen egal, weil ich glaube, die Schweden haben ein so liberales Recht, dass nach ihrem Recht eine europäische Partei auch im Ausland gegründet werden könnte. Also, dass da der Gründungsort egal ist. Ich glaube, stimmt, das hatten wir in Aarau auch, dass wir überlegt haben, nach welchem Recht werden wir diese Partei gründen. Und die Schweden und die Luxemburger waren da, glaube ich, am liberalsten von ihrem Recht. Und bei den Schweden war es sogar so liberal, dass man halt auch theoretisch sein Treffen in Luxemburg oder weiß der Geier wo machen könnte, um den Laden zu gründen. Theoretisch
sollte es wohl auch so sein, wenn man eine europäische Partei gründet. Ja, es ist, ja. Aber es würde eben halt nach Deutschland oder nach den anderen Rechten eben entsprechend nicht gehen. Ja. Aber das ist halt. Ja, PPU, spannendes Thema. Das ist eigentlich aber nicht unter dem Rahmen der PK12 gelaufen, sondern es war im Prinzip eine Art Arbeitstreff. Aber es passte halt wunderbar auch eigentlich rein, weil es gab ja auch europäische Themen. Genau, das lief so nebenher. Dann habe ich noch was über die Europäische Bürgerinitiative gehört. Stimmt. Wurde halt erklärt, wie das aktuell funktioniert, und man braucht halt irgendwie 1 Million Unterzeichner, dass sie überhaupt irgendwie ins Rollen kommt. Braucht man da nicht eine 1 Million Unterzeichner, aber sind es nicht so, ist es nicht ein gewisser Faktor der Abgeordneten in den jeweiligen Mitgliedsländern? Also ich glaube, ich habe irgendwas von 750, ich habe jetzt den Podcast von Maha, Crackpille, Senfikon und wer war der dritte? Dichter? Mir angehört, und da hatten die irgendwas, glaube ich, gesagt von einem Faktor 750 der Abgeordneten im jeweiligen Land. Und das wären oder 750 oder 75? Keine Ahnung, es war aber irgendwas was wie um die 100.000 in Deutschland oder so, und dann kämen wir bei 27 Mitgliedstaaten. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es, also hat sich das da so angehört, als ob es eine machbare Zahl ist. Man hat ja auch ein Jahr Zeit, aber dass das Ganze an sich erstmal so ein Ding ist, was halt eben... Na, bei 100.000 in Deutschland und 27 Mitgliedstaaten kommst du doch noch eher noch über 1 Million. Nee, wir sind ja der Größte. Ja, wir schon, sind ja die Größten. Ja. Ja, aber im Grunde ist es halt irgendwie, hörte sich das so an, als ob das eine nette Idee war, die allerdings so viele Fallstricke und viele... Genau, da muss eigentlich noch ganz schön dran verbessert werden, so wie ich das mitbekommen habe. Aber da gibt es halt auch diese Option, dass man das auch irgendwie über ein Online-Tool machen könnte, wenn man sich da irgendwie authentifizieren kann. Und das wäre dann natürlich schon eher ein gangbarer Weg. Nur, dass es eben sowas noch nicht gibt. Also irgendwie eine Software, wo man sich dann eben authentifiziert an dieser Bürgerinitiative beteiligen kann und dann quasi dran teilnimmt, ohne irgendjemanden zu suchen, der den einen Zettel reicht, der offiziell genehmigt ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall gab es viele interessante Sachen auf der PK12 und wir wollen auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil das tut ja eben schon dieser Podcast, der gerade erwähnt wurde, der Klabautecast, der letzte. Genau, 94 über die, oder so. Über die Potsdamer Konferenz, 94, 95? Ich glaube 94, 95, irgendwie sowas. Auf jeden Fall in den 90ern. Aus den 90ern kommt er? Aus den 90ern, und Mara hat was erzählt, dass die 100 jetzt demnächst ansteht. Das wird ein Fest? Ja. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was anhören. Da wird auch viel über die Europa 2.0 Anträge von Crackpille geredet, die ich euch auch ans Herz legen würde, mal reinzuschauen, wo es darum geht, sich eventuell als Piratenpartei dafür einzusetzen, ins Programm aufzunehmen, dass man sich unter den Umständen XYZ, beziehungsweise unter den Bedingungen XYZ, was soweit in den Anträgen steht, piratige Programmwünsche, im Prinzip eine Art Verfassungskonvent wünscht, um Europa eben da auf eine neue Stufe zu stellen. Weil zumindest wahrscheinlich mittelfristig, aber auf jeden Fall langfristig gesehen, werden wir das irgendwann mal tun müssen. Wenn wir den ganzen Laden hier nicht zerbrechen sehen wollen. Oder eben, ja. Na, auf jeden Fall ganz tolle Anträge. Mal nicht mit dem Teufel an der Wand, so wie in deinem ZDF. Oh Gott, doch, das ist ärgerlich. Ja, das war auch sehr ärgerlich. Torben war im ZDF. Ja, mit einem dummen Satz. Beziehungsweise mit dem dummen Nebensatz. Naja. Ich habe vorher was von der Plattformneutralität geredet. Da war mir irgendwie schon klar, okay, das können sie nicht senden. Weil das versteht wahrscheinlich keiner von. Also das ist halt Plattformneutralität. Also sie haben mich gefragt, so ob es
Europa bzw. Außenpolitisch irgendwelche Punkte gäbe, für die die Piratenpartei schon ein Thema hätte, beziehungsweise wo sich abzeichnen würde, dass wir da Themen hätten. Da habe ich halt irgendwas zu gesagt in die Richtung, wie, das lässt sich ja schon ganz gut ableiten, wenn man sich unser Programm mal anschaut, Plattformneutralität, und das lässt sich halt eben auf Europa übertragen auch, und da lassen sich bestimmte Sachen ableiten. Und dann bin ich halt drauf eingegangen, auf die Europa 2.0-Anträge, und da fiel dann entweder einleitend oder ausleitend, das weiß ich nicht mehr genau, der Satz, der dann gesendet wurde, der halt so ein bisschen apokalyptisch wirkt. Ich weiß auch gar nicht, ob der nicht, ich habe das nochmal gesehen, ob das so wirkte, dass ich meine, dass die EU dann zusammenbricht. Aber auf jeden Fall war eigentlich so die Aussage, die ich damit treffen wollte, dass wenn wir jetzt hier immer nur Sachzwangentscheidungen vorgesetzt kriegen und die Leute das machen müssen, denn unter der Androhung, dass sonst irgendwas zusammen, dass dann sonst alles zusammenbricht, dass das einfach nicht gut ist, dass das einfach nicht getragen werden kann und dass man da sich nicht wundern muss, wenn die EU keine Zustimmung erhält. Weil das kam schon auch so rüber, wie du das gerade sagtest. Wenn man den Leuten immer nur Angst macht und ihr müsst, ansonsten gibt es keine Alternative, kann man sich nicht wundern, dass die Leute damit nicht wirklich glücklich sind. Genau, so kam es auch rüber. Dann ist ja gut. Ja. Lernen beim nächsten Mal nicht mehr von der Zombie-Apokalypse reden. Für alles Weitere verweisen wir mal auf den Klabautercast. Genau. Und danken nochmal an allen Beteiligten. Allen Beteiligten, den Organisatoren, den Referenten, den Gästen, den Kinderbetreuern, den. Wer weiß was. Eigentlich auch der Presse, weil ich meine, wir haben ja ein gigantomanisches Echo auf die Konferenz bekommen. Also vor allem auch dem Presseteam. Soll ja eins geben in Brandenburg. Mhm. Das Presseteam, das war auch gut. Das war super. Ja, und eigentlich war so gut wie alles ziemlich perfekt an der ganzen Veranstaltung. Einzig das Essen. Das Essen, es war nicht vegetarisch. Ach so, und es war vielleicht ein bisschen früh, aber das ist halt Ansichtssache. Also es muss natürlich nicht grundsätzlich vegetarisch sein. Das hier klang jetzt ein bisschen so, aber es gab keine vegetarische Alternative. Am ersten Tag schon, am zweiten glaube ich auch, aber zumindest am Abend dann nicht mehr so wirklich, so nur Grillzeug und so. Übrigens, in Potsdam ist eine Vegan-Mafia rumgelaufen, die Animal Liberation Front. Mhm. Nicht nur das Bild, was ich getwittert habe von gegenüber meiner Hausseite, sondern auch das Brandenburger Tor wurde mit Esst kein Fleisch und Go Vegan besprayt. Also da dürfte in Potsdam ein bisschen mehr verunstaltet oder verschönert worden sein. Gesprayt? Ja. Hast du das Bild gesehen, was ich getwittert habe? Ich glaube nicht. Ja, direkt, ich guckte aus meinem Fenster und sah dann halt eben Meat is Murder und daneben einen süßen Smiley mit Don't Trust the Humans. Den fand ich wirklich süß, aber ich glaube, die Hausverwaltung sieht das ein bisschen anders. Ja. Naja. Es muss ja nicht militant sein. Ich glaube, auf diesem Weg kann man nicht so viele Leute erreichen. Nee. Ich denke auch, dass es eher nichts. Wir spielen gerade noch einen Läufer ein. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, das hat euch gefallen. So. Meinst du, ach so, noch jemand und vielleicht packen wir es ja dann auf dem nächsten Bundesparteitag. Irgendwie Außenpolitik-Anträge abgestimmt zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall toll. Ja, da waren also, ja einige Medien enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben, dass wir jetzt nicht neue Programmpunkte haben. Das war doch schon im Voraus klar. Also zumindest für uns. Gut. Soweit, so gut. PDV. PDV ist die Partei der Vernunft. Das ist... Also wenn ihr irgendwelche Verschwörungstheorien toll findet... Oder die Existenz der Bundesrepublik anzweifelt. Ey, das weiß ich gar nicht, ob die das auch. Doch, ich will aber, dass die alle da hingehen. Also jeder, der irgendwie so einen grenzdebilen Schwachfug glaubt, der soll dann bitte schön. Den sollten wir mal da hinschicken. Ich glaube, die sind mäßig verschworen. Also ich weiß nicht, ob die Existenz der Bundesregierung und sowas da angezweifelt wird. Nee, wahrscheinlich eher weniger. Und ob die Chemtrails uns alle vergiften und. Also auf jeden Fall, so 9-11 wird massiv hinterfragt.
was noch? Ach so, die CO2-Geschichte ist halt nicht wahr. Also CO2 hat keinen Einfluss aufs Klima oder auf sonst irgendwas. Das ist halt Blödsinn alles. Ja, also da fühlen sich halt Leute heimisch, die nicht so wirklich an irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen glauben, sondern eher daran glauben, dass das halt alles so eine verschworene Gemeinde ist, die uns solche Sachen aufdrücken will. Wo man halt schnell auch bei Rechtspopulisten ist. Ja, genau, das sind sie nämlich auch. Ganz nah. Also ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob wir das überhöhen. Also ich bin ja in dieser Querfront-Watch-Group mit drin und da haben wir halt auf diese Zusammenarbeit hingewiesen, dass das halt nicht in Ordnung ist, dass man mit der PDV zusammenarbeitet, weil die dort doch recht krasse Ansichten vertreten, auch so Blödsinn verbreiten, wie zum Beispiel die Nationalsozialisten wären eine sozialistische Partei und der Sozialismus ist der Ursprung allen Bösens und so. Und halt rechts relativieren und solche Geschichten, das ist halt arg gefährlich und schon extrem am rechten Rand. Ja, ich weiß aber nicht, ob die alle so drauf sind und ob man da vielleicht so pauschal Kritik übt, weiß ich nicht. Aber es scheint mir doch alles, also wenn man das Programm so liest, dann ist es halt extrem von Verschwörungsideologie durchzogen. Und ansonsten bezeichnen sie sich als so als libertäre Partei, so als libertäre Kapitalisten, also quasi so eine Mega-FDP, die halt möglichst jeglichen staatlichen... Erfolgsmodelle müssen kopiert werden, also... möglichen staatlichen Einfluss zurückfahren wollen und dann wird alles gut. Weiß man, wer dahinter steckt oder wer da Geld reingibt? Weil ich habe mich mit der PDV jetzt relativ wenig auseinandergesetzt, aber irgendwo müssen die ja herkommen. Und weiß man, was da so die Gründungspersonen hin sind? Ich habe nur irgendwas gelesen, irgendein Laufen oder Liefen oder irgendwelche Ermittlungen. Ich weiß nicht, ob es ein einfaches Mitglied war. Ich glaube, der Vorsitzende war vielleicht, oder vielleicht ist er noch, weiß ich nicht, Oliver Jänich? Oder? Ja, genau, und ich glaube, gegen den Laufen, Liefen... Der publiziert auch im Kopfverlag. Der Kopfverlag ist extrem Verschwörungs... und vor allem extrem rechte Scheiße. Und ziemlich rechts. Das passt halt alles ganz gut zusammen und man sollte absolut nicht mit denen zusammenarbeiten. Nee. Ich war auch mal bei so einer Veranstaltung von denen. Die haben sich mal in der Stadt Brandenburg bekannt gemacht. Und dabei habe ich mal geguckt, was ist denn das, ja? Mhm. Ja, und das war halt, die haben halt, oder der eine Typ, der hat halt dort schon so diese Geschichten erzählt von wegen CO2-Geschichte und so, das ist halt alles nicht wahr und wir werden halt betrogen und die Umweltmafia will halt uns halt verleiten, irgendwelche Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, damit eben diese CO2-Lüge da... Aber sie bezeichnen sich als bekennende Kapitalisten. Geht es im Kapitalismus nicht darum, dass man alle mögliche Scheiße kauft, die man nicht braucht? Ja, ich glaube, die Verschwörungsscheiße nicht. So ein bisschen selbst auch. Ach so. Ja, bei Dummen brauchst du kein stringentes Weltbild. Okay, Torben. Was denn? Pauschalbeleidigungen sind insoweit schon vollkommen in Ordnung. Mit Religionsgemeinschaften oder sowas. Da darfst du sowas nicht machen, aber mit so Parteien. Pff. Und ich habe jetzt pauschal die Wählerschaft beleidigt. Ja. Das geht schon. Naja, das geht schon. Es geht ja schließlich nur um die Partei der Vernunft. Ja, also man sollte sich vielleicht eher die Partei der Unvernunft nennen. Und auf jeden Fall ist es nicht gerade... der gute Kooperationspartner für uns und auch nicht für die Leute von Anonymous, weil man ja bei denen halt nicht weiß, wer dahinter steckt. Ich glaube, da stecken halt ganz viele Leute dahinter, die
ganz gute Absichten haben und ganz viele Leute, die halt irgendwie doch ein bisschen so vom Rechten rankommen. Oder, also die Maske, man weiß, kann sich halt jeder aufsetzen, das ist das Problem. Also ich meine, da kann halt jeder mitmachen. Da ist halt, kann sich halt jeder, kann unter der Flagge und dann muss laufen. Und viele Kiddies sind da drin, die halt einfach nur mal einen Knopf drücken wollen, um eine Seite abzuschießen und so. Ja. Aber es ist okay, solange sie gute Absichten haben, glaube ich. Ja, ach, ich sympathisiere auch eher mit denen. So, die GEMA-Seite abschießen, das ist eigentlich ganz nett. Ich würde sowas ja nie machen. Wir würden auch niemals jemandem raten, an solchen DDoS-Attacken oder sowas teilzunehmen. An sich, ja, ich weiß nicht, teilweise laufen die auch, also ich bin da ein bisschen, also ja, ich freue mich irgendwie innerlich jedes Mal, wenn ich da irgendwie so eine Aktion sehe, wenn wieder jemand was Dummes gesagt hat und am nächsten Tag funktioniert halt mal die Internetseite nicht. Aber, also ich finde das lustig. Aber es ist halt gleichzeitig auch häufig sehr, sehr schädlich, weil wenn man sich halt anschaut, dass unsere Politiker oder viele Politiker, die sich damit auseinandersetzen, zum einen eh schon keine Ahnung haben, was da abgeht. Und dann ist halt so eine DDoS-Attacke und die setzt halt mal die Seite von der GEMA down. Dann wissen wir Piraten, dass das halt irgendwie, ja, es ist halt so ein Kinderspiel. Ne? Man schießt da halt eben was ab. Oder wenn man mal eben so eine Seite defaced, oder wie nennt man das, defaced? Also wenn man da halt irgendwann mal so eine Sicherheitslücke findet und irgendwie auf einer CDU, auf dem CDU-Blog halt irgendwie mal Werbung für was der Geier was macht. Ponys. Oder halt irgendwie einfach nur, ja, für Ponys. Dann wissen wir, dass das ein Spaß ist, dass man damit keinen Schaden anrichtet, außer eben so ein bisschen halt Aufmerksamkeit erregt. Und das Problem ist aber für die ganzen, vor allem auch die Sicherheitspolitiker, wirkt das total gefährlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da die ganzen alten Menschen, die sich das Internet gelegentlich mal ausdrucken lassen und seitenweise vorbeibringen lassen, dass die sich von sowas bedroht fühlen und dass sie da darin auch nicht nur eine Unhöflichkeit, wie wir es vielleicht sehen, oder eben was Lustiges, dass sie darin wirklich eine Bedrohung sehen und sich gefährdet sehen. Und dass die dann möglicherweise eher überzeugt werden, die Tour eine Nummer härter zu fahren. Und eigentlich eher so nicht auf die Leute zu hören, weil im Zweifel sympathisieren viele Piraten oder sympathisiert Anonymous ja häufig mit piratigen Ideen, sei es irgendwie Urheberrechtgeschichten, sei es GEMA-Protest oder wenn wieder mal unser Innenminister freidreht und irgendwelche Paranoia schiebt und irgendwelche Gesetze hochziehen will oder weiß der Geier was. Oder irgendein anderer CDU-Politiker mal wieder was Dummes gesagt hat übers Internet, weil er keine Ahnung hat, dann verstehen wir das. Aber für die Leute wirkt das, glaube ich, schon extrem bedrohlich. Oder ich kann mir vorstellen, dass es bedrohlich wirkt und dass es diese Situation nicht wirklich verbessert. Also das ist so mein Problem, was ich mit Anonymous habe. Ich finde es lustig, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich immer so erfolgreich ist. Ich fände es cooler, wenn von Anonymous-Aktionen beispielsweise irgendwie, ja, etwas weniger übergriffig, vielleicht mehr auch in der wirklichen Welt ausgeübt würden. Also so in Flashmob-Aktionen oder sowas, aber halt eben ohne. Und da fühlt sich ein CDU-Politiker fühlt sich halt, als ob da eine Sache beschädigt worden ist, wenn mal ein paar Minuten irgendwie eine DDoS-Attacke läuft oder ein Tag oder so. Also ich fand, naja, es ist halt dieser virtuelle Sitzstreik, ne, der dort ausgeführt wird. Ja, oder wir müssen, genau, das wäre halt auch eine Überlegung, also wir müssen das, ich weiß nicht, haben wir sowas in einem Programm? Nein, gar nicht, ne? Das wäre mal eigentlich ein interessanter, gibt's da? Das wären eigentlich interessante Anträge, dass man solche Sachen regelt. Also, oder dass man zumindest, ja, also es gab ja mal den Lufthansa-Fall. China macht einen virtuellen Sitzstreik gegen, England, weil ja. England gerade. Ja, das ist halt auch immer das Problem. Man weiß halt auch nie, wer dahinter steht. Von dem und dem abgelehnt. Hat. Also zu dem virtuellen Sitzstreit gab es eine Entscheidung. Ich weiß nicht von welchem Gericht. Ich glaube sogar Bundesverfassungsgericht. Ich weiß es aber nicht genau. Damals ging es um, das war allerdings noch 90er. Wahrscheinlich auch irgendwie am Anfang der 90er. Ich weiß nicht genau, wann das genau war. Aber es gab die Situation, dass ich kriege den Fall nicht mehr ganz zusammen und wir haben jetzt hier auch nur beschränkt Internet. Aber ich meine, es wäre so gewesen, dass die Abschiebepraxis der Bundesrepublik in der Kritik stand und die Lufthansa da eine gewisse Rolle spielte. Und dann wurde dazu aufgerufen, passt mal auf, geht doch mal alle am so und so vielten Soten um so und so viel Uhr auf die Lufthansa-Seite und drückt immer Reload, Reload, Reload. Und damit hat man die Seite zum Einsturz gebracht, oder hat man den Server halt zum Einsturz gebracht.
Und damit waren die halt eben kurzfristig nicht erreichbar. Und ich glaube, da wurde das als der Aufruf dazu als legitim angesehen, aber da wurde das halt alles noch von Hand gemacht. Und heute ist es halt eben so, dass man da seine Botnetze. Entweder Botnetze im noch im schlimmeren Falle oder aber eben hier die Low Orbit Iron Cannon, die LOIC hat, wo man dann das ist ja auch wie ein Bot. Also man kann es natürlich manuell betreiben, indem man halt sagt, hier die Seite und die schießt du jetzt ab und dann sendet halt der Computer automatisiert ohne weiteres Zutun des Nutzers die Anfragen gehäuft und so sehr schnell. Oder aber man macht es noch automatisierter, man installiert sich im Prinzip seinen Bot oder man schließt sich dem Botnetz an und geht in einen IRC-Client, woraus sich das die LOIC dann das Angriffsziel holt. Und dann das eben jetzt von... Zu technisch, ach so, Entschuldigung. Also ich fand die Aktionen von Anonymous so an sich bisher alle immer ganz, ganz gut, auch vor allem so gegen Scientology und... Aber das war auch in der Real World. GEMA und... Das war auch in der Real World. Scientology war zum einiges in der Real World. Ja, also, ja klar, also beides. Beides ist irgendwie sinnvoll, also die... schwarzseitige Faxe verschicken, finde ich geil. Aktionen sind sinnvoll, auch die Aufmerksamkeit, die Anonymous erzeugen kann... durch ihre Videos, durch ihre Retweets und so, das ist alles ziemlich gut. Was ich sehr kritisch fand, ist die Veröffentlichung von Künstlern, die da irgendwie gegen oder für das Urheberrecht geredet haben oder pro Urheberrecht argumentiert haben, obwohl ihnen wahrscheinlich nicht erklärt wurde, was das tatsächliche Problem mit dem Urheberrecht ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da manche Leute dann eventuell auch unsere Probleme mit dem Urheberrecht verstehen würden, wenn man ihnen das mal ordentlich erklärt. Aber ich glaube nicht, dass die... Die Tatort-Aktion ist doch beispielsweise auch so gelaufen, dass da einfach nur angefragt wurde, willkürlich, ohne dass die Leute wirklich so richtig wussten, ja, was also, da jetzt veröffentlicht wird. Ich glaube nicht, dass die Leute, die dort quasi für das Urheberrecht geredet haben, darüber aufgeklärt wurden, was wirklich das Problem mit dem Urheberrecht ist. Ja. Und deswegen ihnen halt irgendwie die ganzen persönlichen Daten online zu stellen, ich weiß nicht, das ist so eine Aktion, die hat mir nicht so gut gefallen. Überhaupt. Und das nächste ist eben jetzt diese PDV-Geschichte, wo Anonymous doch ziemlich rumgekeift hat, dass wir eben nicht mit denen zusammenarbeiten wollen oder dass wir uns darüber so aufregen. Das kann ich auch nicht verallgemeinern. Einige Leute von Anonymous haben da ziemlich rumgekeift. Von wegen, wir wollen ja dasselbe und der Feind meines Feindes ist mein Freund und so Geschichten. Aber man kann absolut nicht mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe da auch einen ziemlich interessanten Blogpost gefunden zu dem Video Goldschmied Fabian. Ich weiß nicht, das kennt vielleicht der ein oder andere. Ja. Ja, ich habe es, glaube ich, selber nicht gesehen. Es geht aber, glaube ich, um Geldsystem und ich glaube, es geht auch wieder um die böse jüdische Verschwörung oder sowas. Oder also zumindest wird mit gewissen Klischees gespielt und es ist schon. Aber es hat auf jeden Fall so einen Subtext. Genau, und es wird halt auf die Finanzverschwörung angespielt und es werden da ziemlich viele Unwahrheiten verbreitet, die halt irgendwie einfach erklären, warum der Zins das große Problem der Wirtschaft ist. Und dass wir halt alle in der Zinsknechtschaft leben und dass halt die Welt von ganz wenigen Leuten in den Händen gehalten wird und die halt alles manipulieren. Ja, und solche Videos werden da verbreitet von den PDV-Leuten und ich habe da so einen genialen Blogpost gefunden, der mal darauf eingegangen ist, wer dieses Video gemacht hat oder wer daran beteiligt war. Und da ist unter anderem jemand beteiligt, der das Video vom Englischen ins Deutsche übersetzt hat und dann den deutschen Text verbreitet hat. Also er hat den Text übersetzt, nicht das Video gab es damals noch nicht, er hat den Text übersetzt und das verbreitet. Und der ist gleichzeitig auch, der hat gleichzeitig auch irgendwelche Publikationen mit Scientology und sowas gemacht. Also wenn die Leute von Anonymous mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die irgendwie Scientology unterstützen, dann ist das schon äußerst absurd. Das ist dann absurd, ja. Ja,
auf jeden Fall nicht gut. Nee, mit denen arbeitet man nicht zusammen. Ich glaube, darüber haben wir jetzt... Da haben wir jetzt echt extrem, aber genau, da wollten wir noch verweisen auf den Engel. Genau, es gibt einen Erzengel oder dicker Engel oder wie auch immer das jetzt heißt. Und da will am nächsten Dienstag ab 19 Uhr Kira, Bumel und Elke wollen über Verschwörungstheorien aufklären und da mal so ein bisschen Hintergrund erzählen und diskutieren. Ich habe gesehen, du hast den Hoaxmaster angesprochen, aber der kann nicht, oder war das was? Ja, ich habe Leute von Hoaxilla und von der GWUP angesprochen, ob sie denn da, also von Hoaxilla und den Sebastian Bartuschek angesprochen und ob sie Lust hätten, da irgendwie dran teilzunehmen und vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Aber am Dienstag nächste Woche, da ist das ein bisschen zu kurzfristig und da sind die alle drei, also Alexa von Hoaxilla und Sebastian Bartuschek, schon verhindert. Holgi? Der wird das Ganze nur trollen. Man könnte ja noch mehr Leute fragen, also es gibt ja noch mehr. Florian Freistetter, obwohl ich glaube nicht, dass der... Weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich auch kurz mit Sebastian Bartuschek geskypt und er würde für so eine Sache zur Verfügung stehen und auch eigentlich die anderen beiden auch, wenn sie Zeit haben und wenn wir das da rechtzeitig Bescheid sagen. Und das wäre doch mal ganz interessant, denke ich, mal von quasi Experten über das Thema Verschwörungstheorien aufgeklärt zu werden. Auf jeden Fall. Oder wenn da jemand anfängt mit irgendwelchen Blödsinn, dass man dann halt auch darauf hinweisen kann, wo die Schwachstellen liegen und genau. Wo wessen Geisteskind das wirklich ist und sowas. Ja, also. Zur Vorbereitung empfehlen wir jedem von euch, alle, wie viele Folgen gibt es, Hoaxilla-Folgen bis dahin zu hören? Ja, den Hoaxilla-Podcast kann man sich gerne anhören. Das ist ein toller Podcast, ja. Der so ziemlich... viele Verschwörungstheorien und Urban Legends und sonst was auseinandernimmt. Und die schärfste Nummer in der letzten Folge. Ich habe mich amüsiert, ich habe gebrüllt vor Lachen. Aura-Chirurgie. Habe ich noch nicht gesehen. Aura-Chirurgie. Man stellt sich in Hampel neben dich und tut so und erzählt dir irgendwas vom Pferd und teilweise auch mit echtem Werkzeug und schnippelt da an irgendwas, also schnippelt einfach in der Luft rum und erzählt dir halt eine Story dazu und so, und merken Sie jetzt hier was? Da zieht was in Ihrem Nacken? Ja, das ist ein Faden, der vielleicht noch im vorigen Leben vergessen wurde und heißt der Geier. Ja, Aura-Chirurgie. Toll. Also ich glaube, ich lasse mir aura-chirurgisch mal meine Brust vergrößern. Ehrlich? Mhm. Also das stelle ich mir lustig vor. Gottes Willen, Aura-Chirurgie. Nee, das ja, irre. Ja, also es gibt schon lustige Geschichten, ja. Godzilla, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hörenswert. Macht Spaß. Mhm. Und vor allem braucht man sich nicht den Scheiß irgendwie aus erster Hand anlesen von den Bekloppten, sondern man kriegt ihn halt mit einer sehr, sehr, sehr unterhaltsamen, in einer sehr unterhaltsamen Form dargelegt. Und was halt auch immer eigentlich sehr witzig ist, finde ich, ist eigentlich die Überschneidung von den diversen Verschwörungstheorien, wo die sich halt immer gegenseitig irgendwo Elemente abziehen und der Weltuntergang dann eben wieder da und da mit ähnlichen Sachen begründet wird, wie schon damals und hier, jetzt wird jetzt das noch mit reingenommen. Also das ist ja irgendwie alles so ein Wust, aus dem sie sich da alle bedienen. Das ist irgendwie immer wieder lustig. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Also Hoaxilla hören und nächsten Dienstag, wenn man nicht irgendwie andere Termine hat, ab in den Engel. Ab in den Engeln. Mitdiskutieren. Genau. Zuhören. Die ja. PDV-Geschichte hatten wir jetzt eigentlich gar nicht. Die Köln-Geschichte, ach, brauchen wir gar nicht weiter, glaube ich, drauf eingehen. Ja, in Köln war halt so ein Fall. Egal. Nicht wirklich, aber ja, auf jeden Fall ist dann, ne, ist was schief gelaufen. Egal. Nächstes Thema ist der frühere Neupiraten-Rant. Ja. Hast du doch gelesen. Oh, ich ja, auch. Aber das ist schon wieder so lange du her. Du hast mehr gelesen. Ich habe auch die anderen Blogartikel dazu gelesen. Unter anderem hat Aphelia, glaube ich, was dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Nerz auch was dazu geschrieben hatte. Sebastian Nerz. Ich glaube auch. Es gab einige Blogposts. Es gab da so ein paar. Ja, also ich fand diesen Neupiraten-Rant ziemlich gut. Oder, also man muss halt auch sehen, also es ist natürlich als Rant aufzufassen.
Deswegen. Und ich fand ihn, oder ich finde ihn ziemlich, fand ihn ziemlich gut. Ein Runt. Was ist ein Runt? Was ist denn das? Ein Runt ist ein Runt. Ist ein Runt. Eine Erzürnung. Oder wie auch immer. Ja. Man möchte sich mal auskotzen. Genau. Oh. Ja, eine Erzürnung ist gut. Eine Erzürnung ist gut, ja. Ja, und unter dem Gesichtspunkt fand ich den... Worum ging's denn? Vernünftig. Worum ging's? Wie kriege ich das jetzt noch zusammen? Ich glaube, das ist schon zu lange her, oder? Ja. Das ist auch nicht mehr so genau. Also zum einen ging's auch wieder um Spinner. Also so aus rechterem Rennen, die man nicht dabei haben wollte, glaube ich. Mhm. Dann ging es darum, dass sicherlich mit den Wellen der Neupiraten halt auch viele dazukommen und die dann eben mit so, die dann eben ihr Thema versehen in der Piratenpartei verankert haben wollen oder sehen wollen und dann irgendwie, aber wenn nicht die Piraten XYZ fordern, wer dann daherkommen, ohne sich vorher halt mal auseinandergesetzt zu haben, was der Weg der Piraten bis dato so etwa war, wo sie herkamen, was für Ideen oder was für Ziele sie verfolgen, wie sie so strukturiert sind und was für Ideale so eigentlich dahinter stehen und dann im Prinzip dem teilweise arg widersprechend irgendwelche Forderungen stellen und dann total schnell beleidigt sind, wenn das eben nicht irgendwie so auf Zustimmung trifft, vor allem eben bei vielleicht den Altpiraten. Ich weiß aber nicht, ob das, also teilweise wurde Kritik geäußert, dass man das halt eben nicht so auf Neupirat, ich bin selber ein Neupirat, also deswegen ist das ja eigentlich so, angesprochen sollten ja eigentlich nicht alle sein, sondern nur diejenigen, die irgendwie unter diese Kategorisierung fallen, egal. Ja, aber Neupiraten passt halt nicht so richtig. Nee, genau, das finde ich halt auch, das passt nicht so richtig. Also, Leute, die irgendwie nicht zu den Piraten passen, Piraten. Genau. Und ja, das ist ja auch das ist auch irgendwie so ein bisschen... Auch so Karrieristen oder so, die jetzt denken, okay, die Piraten kommen jetzt demnächst ja, so einer bin ich auch. In die Landtage ja. Und so und da kann ich was abstauben. Ja, genau. Ne, ich glaube aber, das ist auch, ja, das aber auch vor allem, ja, also es ist eben, es sollte eigentlich eine gewisse Bereitschaft da sein, also wenn man, ich hatte letztens den Vorwurf gehört, ja, also beziehungsweise die Begründung, warum wir weiter sein sollten, als wir vielleicht jetzt sind, so bezüglich Vollprogramm oder Professionalität. Ich finde die Piraten ziemlich professionell in vielen Bereichen. Also ich mir daran denke, wie unsere Parteitage ablaufen, finde ich das schon zum großen Teil professionell. Niedersachsen wollte da jetzt mal ein bisschen zeigen, dass es auch noch anders geht. Aber auch das, finde ich, gehört dazu. Und ich finde das auch nicht problematisch, weil unsere Profi-Regierung ist seit 4 Jahren vollkommen überbeschäftigt damit, ein neues Wahlgesetz mal auf die Reihe zu kriegen, was vielleicht irgendwie mal Verfassungsreform ist. Also ich finde das alles gar nicht schlimm. Und ich habe, wenn man sieht, wo die Piratenpartei herkommt, das Gefühl, dass sie auch in einer verdammt irren Geschwindigkeit verdammt gute Strukturen aufbaut, verdammt gut vorwärts kommt und das gleichzeitig noch irgendwie ja, dem, wo sie herkommt, eben gerecht wird. Und was war das, der Vorwurf, den ich gehört hatte? Genau, also den Vorwurf fand ich deswegen absurd und den kann man eigentlich nur zurückgeben. Was kann die Piratenpartei dafür, dass sie jetzt so stark oder so starken Zuspruch erhält? Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil viele Leute sie gewählt haben, die keine Ahnung hatten, möglicherweise. Also wenn man sagt, dass wir halt einen gewissen Anteil an Protestwählern hatten, was ich auch genauso teile, was ich genauso sehe. Also dann kann man doch nicht sagen, nur weil jetzt uns so viele Menschen gewählt haben und wir deswegen einen gewissen Prozentsatz übersprungen haben und in gewisse Parlamente eingezogen haben, müssen wir jetzt im Umkehrschluss uns den Wahlergebnissen entsprechend oder was den Erwartungen, die andere haben an Parteien, die ein solches Wahlergebnis einfahren, dass wir denen jetzt gerecht werden, sondern wir können ja nichts dafür, dass wir in dem Zustand, in dem wir waren, gewählt wurden. Und im Großen und Ganzen finde ich den Weg klasse. Ich finde es auch toll, dass wir gewählt wurden. Weil nur wenn man in den Parlamenten ist, kann man auch wirklich die Arbeit da drin lernen. Und ich meine, es gibt noch so viele Abläufe und Prozesse,
für die wir kein Prozedere haben oder wo noch vieles ungewiss ist und das entwickelt sich halt alles noch. Aber, und das ist eben bei diesem Neupiratenrennen so ein Ding gewesen, man sollte doch erwarten, dass diejenigen, die jetzt eben in diese Partei eintreten, zumindest sich auch, und wenn sie dann ihre eigenen Forderungen einbringen wollen und stellen wollen, was ja vollkommen in Ordnung und berechtigt ist, das ist ja das Ziel, wir wollen ja auf die Leute hören, aber dass sie sich zumindest einem gewissen Mindestmaß auch damit auseinandersetzen, was die Piratenpartei ist und wo sie herkommt. Und dass sie sich irgendwie mit der Partei identifizieren können. Ganz genau, sie müssen sich halt auch identifizieren, dass die Partei sich verändert, das ist ganz normal. Also dass halt, je mehr Mitglieder reinkommen und wenn die neue Ideen mitbringen, dann verändert sich die Partei. Das ist ja das, was wir zulassen müssen. Aber wenn ich jetzt so sehe auf Stammtischen, wenn dann Neupiraten teilweise dazukommen, die zum ersten Mal da sind, da kam dann gelegentlich schon die Forderung so Sätze wie, ja, das ist ja jetzt alles schon mal irgendwie ganz schön und gut und tralala, aber jetzt braucht ihr auch immer jemanden, der auch mal auf den Tisch haut und euch zeigt, hier und da geht's lang und so müssen wir das machen, damit für die Außendarstellung und so weiter, wo ich dann halt sage so, stop it. Nee. Wir sind nicht autoritär. Ja, also diese Grundgedanken oder ich meine, also, es muss ja jetzt nicht jeder wirklich alle Maha-Podcasts hören. Es würde der Bildung sicherlich nicht abträglich sein. Oder alle Tim Pritloff-Podcasts. Jeder muss unsere hören, natürlich, klar. Aber die anderen muss man nicht unbedingt hören. Man muss auch nicht unbedingt Fefe dauerhaft lesen oder so. Aber zumindest sollte man halt eben sich so ein bisschen auch mit den grundlegenden Dingen auseinandersetzen. Ja. Und das ist halt ein bisschen schwierig, weil es so etwas, was ja auch so offen ist wie die Piratenpartei, weil wie sich das jetzt noch so weiterentwickeln wird, ist ja auch nicht ganz so klar. Ich war immer wieder begeistert, auch jetzt wieder bei der Potsdamer Konferenz, wie so die Stimmung so ist von den meisten Leuten. Und ich kann halt die Bedenken oder die Ansichten, die Leute dort präsentieren, alle irgendwie verstehen und da ist irgendwie nichts vollkommen Abwegiges dabei. Ja. Und von daher sehe ich schon, dass irgendwie die meisten Leute sich doch anscheinend also in die Partei eintreten, doch damit identifizieren können, mit den Grundgedanken. Und von daher auch irgendwie mit gewissen Nuancen halt in irgendeine ähnliche Richtung streben. Aber das ist natürlich auch also ich weiß gar nicht, mit wem hatte ich denn das? Also ich glaube, dass das auch dass das vor allem die Aktiven betrifft. Möglich. Also wer soll bei der Potsdamer Konferenz sein, wenn nicht die Aktiven? Na klar, natürlich. Und also weil ich fand das nämlich auch, während ich irgendwie so teilweise auf vor allem Mailinglisten, wenn ich gelegentlich reingucke, also vor allem auf viel frequentierten Mailinglisten habe, das Gefühl habe, dass es da manchmal anders ist. Ja. Und dass ich das Gefühl habe, dass je... Zumal ja ein Mailinglistenmitglied noch nicht mal Parteimitglied sein muss. Genau. Ja, okay, das kommt natürlich noch dazu. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall kann man sich mal also, lest euch mal den Rant durch. Rants da durchlesen. Genau, wir verlinken einfach mal den Rant und die Antworten von... Ich fand die Antwort von Sebastian Nerz, glaube ich, die fand ich irgendwie doof. Ich weiß aber auch nicht, warum, aber... die von Aphelia hat es halt auch kritisiert, so wie Aphelia, aber eben kritisiert, lieb. Also sie mag ja auch die beiden, glaube ich. Ne? Oder die drei oder vier oder wer, ich weiß gar nicht, wie viele das gemacht haben. Im Neupiraten-Rant. Na, das steht im Rant. Genau, das steht im Rant. Und ja. Genau, lest euch mal den Rant durch, lest euch die Kritik auf den Rant durch und wenn ihr aktive Piraten seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh nicht angesprochen. Und ja. Bildung, Bildung, Bildung. Wenn ihr Leute habt, die ihr denkt, seien von diesem Rant angesprochen in eurem Umkreis, dann klärt sie auf. Aber das werdet ihr, wenn ihr eh überzeugte Piraten seid, eh vollkommen immer wieder machen.
Ganz anderes Thema. Möchte aber kurz noch dazwischen schieben. Ja. Ich habe heute mit drei mir fremden Menschen gesprochen. Also drei netzfremden Menschen. Zwei davon waren mir auch im persönlichen Leben bekannt, die dritte nicht. Zu zwei verschiedenen Situationen. Also in einer Situation habe ich mit zwei und in einer Situation mit einer Person geredet. Und es kam irgendwie beiläufig das Thema Indekt zur Sprache, beziehungsweise ich habe beiläufig das Thema Indekt erwähnt. Und ich war erstaunt, weil ich eigentlich in meiner Filterbubble gedacht hatte, dass selbst wenn die Menschen nicht so mega netzaffin sind oder sowas, aber dass man das Indekt schon mal gehört hat. Und niemand von diesen drei, also diese drei Leute, von denen hatte das keiner auch nur irgendwas gehört. Der konnte sich nicht mal ansatzweise darunter vorstellen, wusste nicht, dass es das gibt und was das ist. Ich glaube, das war das erste Mal jetzt an dem Wochenende im Fernsehen. Also echt? Das erste Mal in einer, nein, in einer Fernsehzeit, wo auch Leute Fernsehen gucken. Okay, also bei den Politikmagazinen war es schon häufiger. Ja, um 3 Uhr nachts auf Dreiseite. Nein, hier so Panorama-like. Oder so. Ja, okay, aber das guckt natürlich keiner. Das gucken halt nicht so viele. Und jetzt nach den Demos, die Demos sind ganz toll, ja. Ja. Auch wenn wir vorhin ein bisschen über die PDV-Geschichte da. Achso, die Demos mögen ganz toll sein, aber wenn ihr mitbekommt, dass die PDV oder sei es auch die NPD oder sei es irgendein anderer Schwachmat eine Demo anmeldet, dann geht ihr nicht dahin, sondern dann meldet ihr eine Alternativdemo an und macht richtig, richtig, richtig Werbung, dass alle zu der Alternativdemo hingehen. Besser ist. Ja, also ne, ich würde nicht irgendwie mit Bekloppten, nee, also wie du eben gesagt hast, der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund, mein Verbündeter. Nicht mein Freund. Ja, eben. Weil also da gab es nämlich, das war ja das, was in Köln eben zu diesen Unstimmigkeiten geführt hat, die wir da nicht weiter erzählen brauchen. Aber es gab auf jeden Fall diverse Versuche von der PDV da, sich im Prinzip da die Krone aufzusetzen, was die Indekt-Proteste und so weiter angeht. Also immer schön gucken, wer da wie was macht. Weil wenn man sich halt anschaut, ne, ich meine, das kannst du halt auch super sehen. Also ich bin zum Beispiel diese Occupy-Bewegung, finde ich ganz toll und finde ich ganz schön. Aber schau dir die Plakate an, schau dir die Fragen an und schau dir die Kritik an. Ich habe auch ein großes Problem mit Banken und ich habe auch ein großes Problem mit unserer derzeitigen Wirtschaftsordnung. Ich sehe da eben nicht so eine große Verschwörung hinter, wie es so manch einer tut. Ich sehe zwar auch, dass es manche Menschen bevorteilt und dass das durchaus ein System hat, aber weniger im Sinne einer Verschwörung als im Sinne von, naja, es funktioniert halt auch, dass halt viele einfach nur total versagen und einfach den Überblick verlieren, beziehungsweise, naja, in merkwürdigen Filterbubbeln leben, wie vielleicht so der mancher Politiker. Aber wenn du dir halt die Plakate von Occupy anschaust und die Forderungen von auch Attac, die ja in meinen Augen bis jetzt zumindest noch nirgendwo problematische Äußerungen getätigt haben, glaube ich. Also die sind ja fernab von rechten Problemen. Also zumindest mir da noch nichts bewusst worden. Ich wünsche es auch, hoffe auch, dass es so bleibt. Aber egal, auf jeden Fall, wenn man sich diese Finanzmarkt- und Kapitalismuskritischen Demonstrationen anschaut und wenn man sich mal anschaut und anhört, auch was die Nationalsozialisten in den Anfangszeiten gemacht haben, da decken sich die Sprüche zum großen Teil schon sehr. Und natürlich versuchen auch die Rechten eben dieses Thema sich zu bemächtigen. Und während wir hier irgendwie so geschlossen in der Medienlandschaft und im Bundestag immer schön Achtung Kommunist brüllen, sollten wir halt auch gleichzeitig nochmal im Auge behalten, dass es möglicherweise da auch noch andere Bekloppte gibt. Soll's geben. Der Verfassungsschatz hat gehört, es gibt möglicherweise irgendwo Nazis. Das klang jetzt aber so gleichberechtigt. Idioten. Wie gleichberechtigt, Idioten? Ah. Ach so, nein, ich wollte nicht links und rechts gleichsetzen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Kann man ja mal gleich mal anbringen. Ja. Und zwar gibt es immer diese pauschale Extremismuskritik. Oh, ja. Und das Ding ist halt, dass die Rechtsextremisten Leute sind, die Leute hassen und Leute weghaben wollen. Und das ist ihr Antrieb. Das ist der Antrieb ihrer Ideologie.
Und Linksextremisten hassen vielleicht Rechte. Und da gibt es dann auch Gewalt. Aber im Grunde haben die halt eine Ideologie, die irgendwie eine bessere Welt schaffen soll. Ob das dann funktioniert, so wie sie sich vorstellen, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber man kann die nicht in einen Topf schmeißen. Das ist ein Unding. Ja. Und gerade Antifa, wenn ihr was gegen die Antifa habt, ja, dann sorgt dafür, dass diese verdammten Nazis wegkommen. Dann ist nämlich die Antifa überflüssig, dann braucht es die auch nicht mehr. Das ist das Einfachste. Die einen hassen Menschen und die größte Gefahr, die von den anderen ausgeht, wenn der von Linksextremisten ist, dass da vielleicht ein paar Leute ein bisschen mehr vegan essen müssen. Das soll ich ein schlechtes Gewissen einreden. Nein, aber es ist diese Gleichsetzung. Einfach nur der Zahlenvergleich. Wie viele Menschen sterben durch rechte Gewalt und wie viele Menschen sterben durch linke Gewalt? Alleine da kannst du schon mal ansetzen und zumindest laut der Wikipedia, ich hatte da irgendwann mal gegoogelt zu einem Blogartikel oder so weiter, waren die Opfer von linker Gewalt die letzten in Deutschland, also Todesopfer, noch RAF-Geschichten. RAF. Und da braucht man auch gar nicht drüber diskutieren, die RAF waren Kriminelle. Da wurden Banken überfallen, da wurden Leute niedergeschossen, da wurden Menschen ihrer Würde beraubt und erschossen und das war alles nicht in Ordnung, das waren Kriminelle, gar keine Frage. Aber seit der Wiedervereinigung, also 90, 91, ich weiß nicht genau, wann die Statistik da war, sind es halt in Deutschland über 170 Tote durch rechte Gewalt und es ist bei weitem nicht so, dass wir jedes Mal mitkriegen, wenn irgendwo wieder ein Asylantenheim angezündet wird, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ihr mitkriegt, wenn wieder vermehrt irgendwo in Berlin Autos angezündet werden, weil dann geht die Welt natürlich unter, weil ob jetzt ein Ausländer erstochen wurde oder ein Asylantenwohnheim angezündet wurde, das interessiert den Deutschen weit weniger, als wenn sein schöner Mercedes-Stern plötzlich verkohlt da liegt. Und das ist halt einfach mal so die Relationen, von denen man hier spricht. Die einen gehen gezielt gegen Menschen vor, weil sie diese Menschen verachten. Und die anderen weisen auf Missstände hin, möglicherweise greifen sie dazu bescheuerten Mitteln oder Mitteln, die doof sind. Aber in der Regel zählt eben Mord nicht dazu. Und in der Regel gehen sie nicht gegen Menschen direkt vor. Und also ich möchte jedem raten, und das kenne ich eigentlich sehr viele, auch keine Gewalt in keinem Fall irgendwie anzuwenden oder sowas. Aber das schließt nicht aus, dass man darauf hinweisen sollte und muss. Weil leider wird es in der öffentlichen Wahrnehmung eben anders gehandhabt, dass eine Sachbeschädigung durchaus ein ganz schön qualitativer Unterschied ist zu einem Angriff auf das Leben eines Menschen. Und der findet in Deutschland regelmäßig durch Rechte statt. Die Bedrohung von Menschen passiert regelmäßig, und zwar wahrscheinlich tagtäglich in Deutschland. Sei es, dass rechte Linke bedrohen oder sei es, dass rechte Ausländer bedrohen oder zusammenschlagen oder töten. Und das kommt eben von links nicht. Deswegen ist das schon ein Riesenunterschied. Und da platzt mir die Hutschnur, wenn ich da immer wieder in einem Satz unsere deutschen Feindlichkeitsministerin Schröder faseln höre, was von der vom Linksextremismus oder der lustige Friede, Friedrich Innenminister da. Also es ist einfach da! So, jetzt haben wir das auch mal gesagt. Das Thema jetzt auch, ja. Das musste auch mal gesagt werden. Ja. Jetzt habe ich schlechte Laune. Haben wir noch lustige Themen? Ja, wir haben jetzt noch ein ganz lustiges Thema. Ein heißes Eisen. Ah, nee. Mein Kommentar ist, verlinkt den Podcast, den höre ich mir heute noch an. Aber nee, da sage ich jeder nach seiner Fasson und ich halte mich da raus. Nee, das sage ich auch nicht. Ich sage einfach, ich halte mich da raus. Kannst ja was zu sagen, wenn du magst. Ein heißes Eisen? Hm? Ja, das ist halt heiß. Das ist verdammt heiß. Es geht um die Beschneidung. Und zwar habe ich da heute einen Podcast gehört im Soziopod. Der war ganz interessant. Da wurde auf viele Details eingegangen, warum man
Beschneidung einerseits nicht machen sollte und warum man Beschneidung andererseits zulassen sollte. Also hier geht es um religiöse Beschneidung, also... Ne? Ja, um die religiöse Beschneidung von Jungs. Ja. Stimmt. In Deutschland im Grunde, ja. Da gab es nämlich dieses Landgerichtsurteil des Landgerichts Köln, vom Land Köln, das halt geurteilt hat, dass eben in NRW das nicht durchgeführt werden sollte, oder wie war das? Nö, ich weiß gar nicht, warum nicht. Nö, die haben lediglich, die haben ja einen konkreten Fall zur Entscheidung gehabt. Und da ging es, soweit ich das mitbekommen habe, ich will mich aus dieser Debatte weitestgehend eigentlich raushalten. Ich habe da eine ganz klare Meinung, die kann ich gleich kurz auch noch sagen, aber also da ging es eigentlich darum, ich glaube, gab es einen Todesfall, gab es Komplikationen bei einer Beschneidung, egal, auf jeden Fall hatte das Gericht die Frage zu entscheiden, ob das eine, ob das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit hinter dem Recht der Eltern auf Erziehung und dem religiösen und dem Recht auf Religionsfreiheit der Eltern zurücktreten kann, weil jeder Eingriff, das geht sogar so weit, dass Haare schneiden im Prinzip eine Körperverletzung darstellen und da ein Kind eben nicht volljährig, ein Minderjähriger eben nicht selber darüber entscheiden kann, können die Einwilligung eben die Eltern geben. Beim Haare schneiden ist es halt eine reversible Geschichte, das Zeug wächst halt nach. Da ist es also nicht so sonderlich problematisch und da ist es auch bei Erwachsenen nicht problematisch, aber problematisch wird es beispielsweise bei medizinischen Eingriffen. Da liegt grundsätzlich immer erstmal eine Körperverletzung vor. Allerdings kann man vorneweg zu einstimmen, dass das halt in Ordnung ist. Ganz unproblematisch ist das, also wenn du jetzt einen Blinddarmdurchbruch hast als Erwachsener, ist das ganz klar, du unterschreibst du vorher den Wisch, wirst vorher aufgeklärt und dann stimmst du der Körperverletzung zu, die durch das Aufschneiden und Abschnippeln da entsteht. Und damit ist es dann also keine Straftat mehr. Wenn diese Aufklärung nicht möglich ist, weil du beispielsweise ohnmächtig bist und so weiter, dann gilt da halt auch, Moment, das ist nicht Notwehr, das ist Notstand, da ist das auch in Ordnung. Aber, und bei Kindern ist es eben so, dass dann die Eltern immer zustimmen müssen. Und bei der religiösen Geschichte ist halt eben die Frage, ich weiß nicht, in welchem Alter werden die beschnitten, die Kinder? Das ist schon im Babyalter, bei jüdischen Gläubigen. Mhm. Und ich glaube, bei muslimischen ist es dann später erst. Machen das alle Muslime? Ich dachte, das weiß ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre da gar nicht. Naja, egal, auf jeden Fall ist da halt eben die Frage, weil es ja, also gerade bei Säuglingen, oder ist es halt eben noch krasser, da ist es halt ganz klar maximal das Religionsrecht der Eltern oder die Religionsfreiheit der Eltern, die neben der elterlichen Sorge in Konflikt steht, wenn man das jetzt grundrechtlich betrachtet, mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes. Und diese Rechte müssen halt dann praktisch in der praktischen Konkordanz, so nennt das dann der Jurist, abgewogen werden. Und da muss halt geschaut werden, die konkurrieren dann eben hier, welches überwiegt. Und da kam das Landgericht Köln, ohne dass ich die Entscheidung gelesen habe, aber so wird ich das eben mitbekommen habe. Und die war äußerst sinnvoll. Ja, auf jeden Fall kam die zu der Entscheidung, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit da Vorrang genießt. Und ich glaube, dass das unter Juristen, soweit ich das eben an Kommentaren bisher mitbekommen habe, auch weitestgehend geteilt wird, die Ansicht. Formal juristisch zumindest so. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, und wie qualifiziert da teilweise die Debatte war, weiß ich nicht. Ich finde formaljuristisch, glaube ich, also ohne die Entscheidung zu kennen, aber wenn ich mir anschaue die konkurrierenden Grundrechte, dann bin ich tendenziell auch der Meinung, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes Vorrang hat gegenüber dem gegenüber der Religionsfreiheit der Eltern. Ich habe den Artikel von Aphelia dazu gelesen, die hat ja einen relativ langen geschrieben zu dem Thema. Und ja, ich bin halt eben nicht religiös. Ich kann bestimmte Dinge nicht verstehen, die Menschen, die hochreligiös sind, sehr streng religiös sind, da
nachvollziehen. Ich kann sie nur versuchen, mir mit Logik zu erklären. Und das funktioniert halt eben mit Religion nicht. Man kann Religion einfach nicht logisch erklären. Das ist einfach per se unlogisch. Und warum ausgerechnet dieses Ritual so hoch wertvoll ist für bestimmte Religionen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ebenso wenig wie für mich viele andere religiöse Riten aus der Vergangenheit und der Gegenwart einfach nicht nachvollziehbar sind. Und ich habe auch schon von, ich glaube in der FAZ, einen ganz tollen Artikel gelesen von einem jüdischen Arzt, glaube ich sogar, der sich auch dafür entschieden hat, sein Kind erst in einem Alter, wenn es sagt, hier Papa, ich möchte jetzt, weil ich möchte das auch, erst dann beschneiden zu lassen. Also es gibt also diese Sicht auch da. Aber ich kann halt eben diese religiösen Geschichten einfach absolut nicht nachvollziehen. Das hat Aphelia übrigens auch in einer Ergänzung dazu geschrieben, dass sie halt das damit leben könnte, wenn es irgendwie so einen symbolischen, also so eine rituelle Beschneidung gäbe, die halt diesen Akt an sich so demonstriert, der aber nicht wirklich vollzogen wird und dass er erst vollzogen wird, wenn das Kind selber entscheiden kann. Ja. Es gibt ja dieses Ausgrenzungskriterium oder dieses Argument der Ausgrenzung. Also, dass man so sagt, naja, aber stellt euch mal vor, dann ist er im Kindergarten oder weiß der Geier was oder in der Schule im Sportunterricht und dann sehen die anderen, oh, du bist ja nicht beschnitten. Und das ist so ein Argument, also tut mir leid, ich weiß nicht genau, wie es im Judentum ist, aber die Christen sind da ganz groß drin und immer von Toleranz zu reden. Wäre das nicht irgendwie so ein Ding mit, also wenn es eine gruppendynamische Ausgrenzung von nicht beschnittenen Kindern gibt oder sowas geben sollte oder sowas, sollte man sich dann nicht fragen, ob man in der falschen Umgebung ist? Also ich weiß es nicht. Also ich finde das halt alles, ich finde das echt hochgradig problematisch. Also wenn jemand kritisiert wird, wenn jemand Angst hat, ausgegrenzt, also bei mir war es halt damals so, ich bin im Rheinland groß geworden und bei meinen Eltern war klar, der Junge wird getauft, weil kleines Dorf und das geht halt nicht. Also es ist halt gesellschaftlich, können wir jetzt hier nicht getauft sein, er würde von vielen Aktivitäten der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen sein und irgendwie alles, was so an Jugendangeboten war und so weiter, wäre halt eben nicht so ohne weiteres nutzbar gewesen für mich und ich wäre eben nicht möglich, wer hätte eben nicht die Möglichkeit gehabt, mit meinen Freunden in ein Ferienlager zu fahren und. Und mal im Ernst, wenn solche Ausgrenzung stattfindet, habe ich schon grundsätzlich das Gefühl, in falscher Umgebung zu sein. Dann ist die nicht schön, aber man kann sich das nicht unbedingt aussuchen. Ja. Also wir haben solche Ausgrenzungsgeschichten und von daher ist es, denke ich, auch ein relevanter Grund, der irgendwie abzuwägen ist. Ja. Ja. Das ist halt wie mit der Privatsphäre irgendwie, ne? Erzähl. Ja, also, ne, also wir haben halt, wir können halt Probleme bekommen, wenn irgendjemand unsere Krankendaten erfährt und deswegen müssen wir sie geheim halten. Solche Geschichten. Ach so, ja. Sowas, ja, okay. Also, dass wir halt in einem... Das ist dieser Spaglia-Gedanke, so nach dem Motto, wenn alle, dann... Oder nee, ich verstehe den Vergleich nicht. Na, wenn wir in einem System leben, das eben diese Missstände enthält, dann müssen wir halt entsprechend handeln, dass eben die Missstände nicht ausgenutzt werden. Okay. So ist mein Vergleich. Also wenn jemand da irgendwie ausgegrenzt wird, weil er eben nicht beschnitten ist. Okay. Ja, okay. Ja, das ist kann, klar, das ist dann ja. Relevant. Ja. Also, was mir bei der Diskussion im Soziopod ganz... Also, was ich eigentlich am kritischsten finde, ist einerseits die Sache, was ist, wenn man das aus strengem Glauben trotzdem machen will, unbedingt, geht man dann irgendwo ins Ausland und macht das? Oder lässt man das dann von irgendeinem Stümper machen? Das ist halt äußerst problematisch. Das stimmt, ja. Es wird trotzdem gemacht und ja. Und was ist, wenn dagegen verstoßen wird? Wie will man das bestrafen? Stimmt. Das wird dann auch, das ist dann wieder, da werden wir wieder beim ganz, ganz heißen Eisen.
das sind so meine Fragen, die ich habe. Ja. Obwohl ich persönlich nach den, also mal von den Folgen ganz, also von den Folgen, die ich gerade gesagt habe, wenn man die mal ausblendet, dann wäre ich auch gegen die Beschneidung, weil sie einfach irreversibel ist und derjenige dadurch körperliche Einschränkungen oder hat. Veränderungen, um es neutral zu sagen. Er hat körperliche Veränderungen, ja. Er hat körperliche Veränderungen, auf die er selber keinen Einfluss hat. Es gibt verschiedene medizinische Folgen und Folgen für die Sexualität, dass eben sich nach der Beschneidung gewisse Dinge ändern, die von dem einen vielleicht positiv gesehen werden, von dem anderen eher negativ. Aber man, es ist halt nicht wieder rückgängig machbar, und von daher bin ich auch der Meinung, dass das jeder selber entscheiden können müsste. Zumal die Religionsfreiheit, wo ja auch viele argumentieren, dass es eben Freiheit der Religion der Eltern sei. Es ist doch die Religionsfreiheit ist doch die Freiheit eines selbst über die Religion, die man ausübt. Ja, aber für die Eltern ist er. Und das Kind, das hat ja noch nicht entschieden. Durch die Taufe entscheiden die Eltern ja vorher schon für das Kind. Ja, ja, wobei die Taufe halt so gesehen total unproblem, also in dem Vergleich unproblematisch ist. Aber die Eltern geben ja, also zumindest bei den christlichen Religionen ist das so, geben ja durch die Taufe, ist das, ich meine, ich hoffe, oh Gott, ich bin ja auch so und obwohl christlich erzogen, geben durch die Taufe und mit den Taufpaten und die Taufpaten auch, geben ja das Versprechen ab, das Kind im Sinne Gottes und der jeweiligen Doktrin zu erziehen und so weiter. Und das heißt, in dem Moment, wo sie dann die dazugehörigen Riten und Tralalas nicht erfüllen, verstoßen sie ja im Prinzip gegen ihr Versprechen gegenüber Gott und der Kirche oder wem auch immer. Und damit ist ihre Religionsfreiheit da durchaus beeinträchtigt, weil sie ja ihrer Pflicht nicht nachkommen. Und also diese Beeinträchtigung der eigenen Religion. Meine Taufpaten haben total versagt. Weil ich bin ja raus. Und hab das ja auch nicht geglaubt. Also. Tja. Belastest du eigentlich auch deine Taufpaten? Ja, da müssen sie ein Viertelstündchen ins Fegefeuer und dann dürfen sie auch hoch. Das ist dann alles kein Problem. Aber körperlich ist es halt vollkommen. Mir hat man nichts abgeschnitten. Unproblematisch, was eben die Beschneidung nicht ist, weil es eben Veränderungen am Körper vornimmt, die eben nicht. Bei den Christen ist es ganz bequem und bei den Evangelien. Bei den Katholiken hast du Kommunion, Erstkommunion und Zweitkommunion oder sowas. Die kriegen jedenfalls zweimal Geschenke. Ich habe nur bei der Konfirmation Geschenke bekommen. Auf jeden Fall, es ist ein. Ich bin noch bei der Beschneidung, du bist schon bei Geschenken. Achso, Entschuldigung, ja. Ich wollte auch irgendwie jetzt so wegfinden. Auf jeden Fall ist es ein heißes Eisen. Es ist ein ganz heißes Eisen und ich bin total dagegen, aber also ich finde, ich lehne das total ab, aber weil ich sehe, dass es extrem viele Menschen extrem belastet und ich bis jetzt zumindest auf der, ohne dass ich mich da wirklich tiefgehend mit beschäftigt habe, sondern nur, dass ich eben in meinem Follower-Kreis oder in dem Kreis der Leute, denen ich folge und deren Äußerungen ich dazu gesehen habe, ja, es gibt zwar, nennen wir es Beeinträchtigungen oder Veränderungen und es gibt gewisse mögliche Gefahren oder so weiter, aber alles in allem sah das für mich jetzt nicht so schlimm aus, als dass ich sagen würde, als ob ich da jetzt irgendwie mein Herzblut drauf verschwenden würde, zu sagen, das ist ein Ritual, was abgeschafft gehört, sondern im Gegenteil, da sage ich dann eben so, man, es bewegt so viele Gemüter. Das können wir sowieso nicht so wirklich beeinflussen. Also wir können das nicht bewerten, weil wir vermutlich unbeschnitten sind, und genauso kann es jemand nicht bewerten, der schon im Babyalter beschnitten wurde, weil er nie ein anderes Leben erfahren hat. Genau. Ja. Und deswegen bin ich im Zweifel dafür. Die Betroffenen melden. Ne? Ja,
Und die müssten halt, wenn, dann am ehesten irgendwie dafür oder dagegen argumentieren. Und es gibt halt auch gute Gründe zu sagen, dass man dieses Ritual... die auch das wirklich bewerten können. Genau. Und deswegen müsste man im Grunde aber dieses... Also deswegen stehe ich mittlerweile, obwohl ich es eigentlich also für persönlich ablehne, aus den diversen Gründen oder eigentlich aus dem Hauptgrund, dass ich mit dem mit religiösen Begründungen für irgendwelches Handeln, dass das für mich eben irrational ist und deswegen ich es nicht nachvollziehen kann. Und es mir mit Logik eben nicht zugänglich ist, lehne ich das eigentlich ab. Aber sehe schon ein, es trifft halt viele sehr, sehr, sehr hart oder emotional und wie auch immer. Und deswegen respektiere ich das und würde da jetzt irgendwie nicht großartig für plädieren, dass man das unbedingt abschaffen muss, sondern deswegen hätte ich das gar nicht am liebsten angesprochen, sondern gesagt, naja, macht halt. Also nur sorgt eben dafür, dass das vernünftig gemacht wird. Dass da eben möglicherweise eben nicht irgendwie jeder Bluter unverantwortlich irgendwie abgeschnippelt wird und da irgendwie verblutet, sondern macht das irgendwie einigermaßen sauber. Und ich finde das auch nicht gut oder sowas. Also was, da gab es ja auch durchaus die Gleichsetzung mit der Beschneidung von Mädchen oder so weiter. Und das ist halt auch absurd. Das ist auch Quatsch. Und genauso Quatsch, wie es ist. Ja. Die Beschneidung mit dem Ohrlochstechen. Ja, genau. Und das hat auch mit Ohrlochstechen nichts zu tun. Und genau. Also... Genauso wenig wie mit dem Haare schneiden oder sonst irgendwas. Also es ist halt, ich finde es absurd, aber ich finde halt vieles, was religiöse Mythen oder Sachen sind, finde ich halt absurd. Der Weihnachtsmann ist jetzt auch absurd. Okay, der ist, glaube ich, Coca-Cola und nicht religiös. Ist ja auch egal. Religion. Ich finde Religion absurd. Auf jeden Fall dürfen wir uns auf eine Debatte im Bundestag freuen darüber. Nach der Sommerpause. Ja. Und heute habe ich gelesen, dass es wohl eine freie Abstimmung geben wird. Von daher würde es wahrscheinlich wirklich interessant sein. Nee, das wird ganz klar angenommen. Also sie werden ja ein Gesetz machen, was das legalisiert. Ja, denke ich auch. Und ich gehe davon aus, dass das mit überwältigender Mehrheit angenommen wird. Aber wenn es eine freie Debatte gibt, dann wird es interessante Diskussionen geben zum Thema. Meinst du? Ja, doch, stimmt, klar. Also die Chance ist auf jeden Fall da, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Also ich meine, ich bin ja auch so ein Feigling. Jetzt hast du mich da doch zugekriegt, dass ich da zu viel gesagt habe oder sowas. Aber eigentlich hätte ich am liebsten dazu nichts gesagt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das viele da ähnlich sehen. Auf jeden Fall kann man den Soziopod von über das Thema noch empfehlen. Dann kann man sich mal den Namen Breitenbach und Dr. Nils Köbel. Köbel, genau. Hört mir jetzt wahrscheinlich das Knistern total an. Dann kann man sich da vielleicht drüber eine eigene Meinung bilden über das Thema, die ein bisschen fundierter ist. Als allgemeines Geplär. So wie wir es jetzt gemacht haben. Oder ich zumindest. Ja. Und du hast gesagt, das wäre ein lustiges Thema. Es war ein heißes Eisen. Na, wir wollten auch nach dem Neupiratenrent ein lustiges Thema machen. Ja? Leider hatten wir kein anderes mehr. Ach so, das war's. Fällt dir jetzt noch eins ein? Nö, nicht wirklich. Was war denn heute noch sonst Lustiges gewesen? Weiß ich nicht. Zwei lustige Menschen, die bei uns in der Nähe vom Laden leben, sind zu Olympia gefahren. Da musste ich lachen. Das findet ja gerade statt. Hast du die Bilder gesehen mit dem riesen Militärschiff und den ganzen Flakstellungen, die sie da überall in der Stadt und überall verbuddelt und verbunkert und weiß ich nicht was haben? Ja, London ist in extremer Gefahr. Das ist absurd. Das ist so absurd. Das ist Sicherheit. Und das ist eine Sportveranstaltung zu Friedenszeiten. Was macht ein England zu Kriegszeiten? Kriegt da ja jeder... Nee, wahrscheinlich wird es zu Kriegszeiten anders aussehen, weil sie kein Kriegsschiff verfügbar haben. Stimmt, was sollen sie... Ja, stimmt.
Das ist eine, ja, das ist eine gute Überlegung. Das ist absurd, also diesen. Aber wenn man keinen so richtigen Krieg hat, was soll man denn damit? Na, so wie wir, halt in den entsprechenden Krisenregionen verkaufen den ganzen Scheiß. Griechenland? Griechenland und Türkei hochrüsten. Mhm. Dann könnte man den Konflikt zwischen den beiden vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Na. Oder Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. An wen wollen wir jetzt gerade liefern? Das ist doch jetzt auch gerade wieder irgendwie so ein Panzerdeal. Also nicht die Opposition. Ja, wahrscheinlich. Nee, war jetzt nicht gerade wieder irgendwas? Irgendwo ein Emirat oder sowas? Auf jeden Fall auch irgendwie oil-related. Ach, es ist so absurd. Auf der Potsdamer Konferenz hat auch Angelika Bär über Rüstungsexporte gesprochen. Kann man sich vielleicht in dem Zusammenhang auf. Sozial ist, was Arbeit schafft. Komm mal nicht mit deinen Plattitüden hier. Und wer nicht arbeitet, der braucht nicht essen. Gibt einen alten Spruch bei uns in der SPD. Sollen sie doch Kuchen essen, wenn kein Bruch mehr da ist. Ist der eigentlich schon wieder aus der Gruft hochgeklettert? Ich erwarte eigentlich immer noch so das große Comeback von Münte. Den habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Ist der momentan wieder da? Naja. Man hört ja nichts von denen. Man hört ja nichts von ihnen. Ja, doch, die drei dicken Lustigen, die da irgendwie man für. Man hört ja immer noch was von den Piraten. Ja. Diese wichtige. Ja. Diese wichtige Partei. Also der Filterbubble. Ich höre täglich von denen. Wenn ich die Presse wäre, was ich ja irgendwie bin, wenn ich hier Podcasts mache und Blogs schreibe. Ja, jetzt hört ja keiner mehr zu. Jetzt ist schon, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Dann würde ich aber ganz schön viel von den Piraten mitbekommen. Da würde ich aber nicht schreiben. Da passiert ja nichts. Tja. So wurden mich manche Sachen wieder eingeleitet. Mhm. Ja, das ist ja ganz gruselig immer. Aber die einen Themen Protestpartei. Ja, ja. Aber im Grunde waren die Berichte in den meisten Fällen ziemlich positiv, besonders die auf ARD und ZDF, die ja die meisten Menschen erreichen. Ja, doch, würde ich auch sagen. Konnte man nicht meckern. Nee. Ich denke auch. Da haben wir das Sommerloch doch genutzt, schon mal. Mhm. Auf jeden Fall. Dabei gab es kein Sommerinterview. Die im Bundestag vertretenen Parteien haben alle ihre Sommerinterviews gehabt. Da durfte der Rösler gegen die Griechen hetzen. Vielleicht dürfen wir dann ja ab dem nächsten Jahr. Oh ja. Ja. Ja, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Jetzt fällt uns nichts mehr ein. Wir haben noch so ein paar Überlegungen, das könnten wir vielleicht ansprechen zu Themen, die wir irgendwie also so in den nächsten Folgen mal machen wollen. Also erstmal wäre es halt schön oder wäre unsere Idee, nachdem wir jetzt hier dieses selbstreferenzielle und Themen, die uns interessieren, Gequatsche gemacht haben, vielleicht mal ein bisschen bisschen besser strukturiert, also ausnahmsweise mal strukturierte Podcasts zu machen zu Themen. Ich finde eigentlich dieses Konzeptlose ganz gut, weil das passt irgendwie zu den Piraten. Ja und nein. Mich würde interessieren, wie viel Prozent der Hörer, also ihr beiden, die ihr das jetzt hier runterladet, könntet ja mal schreiben, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dass ihr es bis zu Ende gehört habt. Also das wäre halt mal interessant. Oder schreibt uns mal auf Twitter an. Folgendes. Wenn wir keine Kommentare bekommen und keine Reaktionen auf den Podcast, dann hören wir damit auf. Im Notfall schreiben wir uns gegenseitig über den Podcast. Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt hast du was gesagt. Jetzt habe ich was gesagt. Na toll. Du kannst es doch nicht in die Zuhörerhand legen, ob wir weitermachen. Mir ist das doch egal, ob das jemand zuhört oder nicht. Ja, wenn ich meine. Aber trotzdem, wir schmeißen das einfach trotzdem ins Netz. Dann machen wir halt jetzt den nächsten Podcast über die Anträge zum nächsten Landesparteitag. Und
veröffentlichen die nicht. Ja. Können wir auch machen. Ja, machen wir den nächsten eigentlich. Ja, müssten eigentlich. Der nächste müsste eigentlich dann für die Themen, müsste eigentlich die Parteitagsanträge sein, ne? Ich denke schon. Das ist auch wieder ein ganzer Schub, eigentlich ist das dann ein bisschen kritisch. Also müssen wir den machen. Ja, dann machen wir das doch als nächsten. Und dann haben wir noch so zwei, drei Themen irgendwie so in Aussicht. Also eins wäre irgendwie mal am Herzen, was mir auch ganz stark am Herzen läge, wäre halt einfach mal über das dämliche Schlagwort Medienkompetenz ein bisschen was zu machen. Also sowohl technisch als auch inhaltlich. Einmal technisch, wir haben ja dieses, also seit kurzem wurde eingeführt dieses komische Internet. Und da ist ja durchaus auch die Möglichkeit, auch mal aus Facebook rauszugehen und andere Seiten zu besuchen. Und da kann man ja dann durchaus auch Informationen kriegen. Also so Themen, die möglicherweise eben etwas vertiefter dargestellt werden als in einem 30, 40-sekündigen Nachrichtenbeitrag oder in einem klitzekleinen Artikel in irgendwelchen klassischen Totholzmedien. Und also da würde mich halt vor allem interessieren, dass man da einfach mal irgendwie drüber redet, was gibt es für Angebote und was gibt es für technische Mittel, die Angebote effektiv und gut und einfach zu nutzen. Sowohl Podcasts als RSS-Reader und weiß der Geier was alles. Dass man darüber mal berichtet und dass man auch vielleicht mal so zusammenfasst, das können wir dann ja aus unserer Perspektive machen, was für inhaltliche Angebote wir so nutzen und vor allem unter welchen Gesichtspunkten wir das machen. Also soll ja nicht irgendwie heißen, dass unsere Methode da irgendwie der bestmögliche Weg ist oder so, im Gegenteil. Wir sind da natürlich auch gespannt auf Reaktionen oder so, aber dass man halt eben mal so sagt, so, das fängt halt bei Sachen an, wie wenn ich jetzt nur also viele Menschen behaupten ja oder sagen ja immer diesen netten Satz, ja, Tageszeitung muss man ja abonnieren oder sonst irgendwie was, ne? Ihr lest ja keine Zeitung, wie könnt ihr denn dann? Also ich, für mich trifft das zumindest zu, ich lese keine Zeitung. Aber dann ist halt auch so, wie viele Menschen stellen sich die Frage, was für eine Art von Information sie da bekommen, also in welchem... Ich will ja nicht die Informationen von heute Morgen haben. Ganz erstens das und zweitens ist es wirklich so gut, nur von einem Verlagsprinterzeugnis abhängig zu sein und eben nicht aus diversen Quellen das zu haben. Also gerade auch das ist ja eigentlich sehr interessant für Informationen, aus welcher Hand sie stammen. Und ich meine, wenn man eine Tageszeitung hat, dann... ist das, selbst wenn sie überparteilich unabhängig tralala im Titel stehen hat, dennoch ein Erzeugnis eines einzelnen Verlages. Und da machen sich halt auch wenig Leute eine Platte drum, was sie da eigentlich, wer da eigentlich welche Besitzverhältnisse hat und was für Interessen möglicherweise verfolgt werden auch. Und das sind halt auch so Dinge, die man mit technischen Mitteln halt und umgehen kann oder auch das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr spannend ist. Wie bewertet man Quellen, wo kommen sie her, was für Fragen kann man sich stellen und wie nimmt man das an, was ja auch in diesem, wo wir eben mal bei dem Thema Verschwörungstheorien waren, ganz interessant ist oder sowas, weil da merkt, da ist es ja immer sehr, sehr, sehr lustig, dass man da so ein total, wir waren jetzt heute auch selbstreferenziell viel am Anfang, aber dass man halt eben auch so einen selbstreferenziellen Quatsch hat, dass also die eine Verschwörungsseite von der anderen Verschwörungsseite kopiert, die dann wiederum von der Seite wieder kopiert und sich gegenseitig da als Quellen nennen und man dann im Prinzip eigentlich nur einen Spinner hat, der am Anfang irgendwas Quatschiges geschrieben hat und alle haben abgeschrieben. Und das findet auch bei den traditionellen Medien statt, also wenn bei Spiegel Online irgendwas erscheint, die ja, glaube ich, zumindest war es eine ganze Zeit lang so, ob es jetzt immer noch so ist, immer der absolute Vorreiter waren, was die Nutzerzahlen anging, wenn Spiegel Online irgendetwas als relevant ansieht und auf ihre Startseite knallt, dann hat man innerhalb weniger Minuten den gleichen Schmuh, fast inhaltsgleich auf allen anderen Seiten von Totholzverlagen, die irgendwie noch sowas ähnliches wie eine Internetpräsenz oder ein Portal aufgebaut haben. Also die schreiben ja auch massiv voneinander ab und die Qualität lässt da ja auch ordentlich zu wünschen übrig. Also all solche Geschichten kann man da mal nennen und sollte man da mal nennen und das fände ich halt ganz spannend. Vielleicht macht man da sogar zwei Podcasts raus, haben wir überlegt.
einen, der die technische Seite so ein bisschen beleuchtet, was es für Mittel und Wege gibt, das Ganze halt eben effektiv und vernünftig zu nutzen, aus unserer Sicht vernünftig, und eben einen, der sich halt eher stärker mit der inhaltlichen Geschichte wirkt. Denn auch diese ganze Blogosphäre ist da ja durchaus interessant mit reinzunehmen, oder andere Medien wie eben das, was wir jetzt hier gerade machen, Podcasten und solche Geschichten. Also du meinst jetzt auch Piratentechnik, also... Ja, das wäre auch nochmal ein zusätzlicher oder sowas, ja. Wobei sich das ja mit dem technischen Part auch überschneidet irgendwo, ja, ne? Stimmt, das könnte also man da vielleicht zusammenfassen, ja. Also ich wollte gerne noch irgendwie mal einen Podcast machen über Piratentechnik. Solche Podcasts gibt es schon eigentlich. Zum Beispiel im Klabotter-Podcast gab es da mal einen. Aber der soll sich halt dann noch ein bisschen mehr auf die Brandenburger beziehen. Oder aus Brandenburger Sicht das beschreiben. Und ja, da einfach nur auf die ganzen Tools eingehen, die wir so nutzen. Also, was ich, Mumble und jetzt auch Liquid Feedback und Mailinglisten und die Pads, dass man das mal so ein bisschen beschreibt, wie funktioniert das alles, dass man das mal im Audioformat hat zum Nachhören. Ich habe halt schon einige Leute mal in der Landesgeschäftsstelle gehabt, die sich da ein bisschen was erklären lassen haben, und es gibt halt auch immer wieder Nachfragen, und da kann man dann auch nochmal, jetzt kann ich nochmal darauf hinweisen, auf den die PDF-Datei vom Fight, die er angefertigt hat, über die Piraten. Da gibt es auch ein paar interessante Hilfestellungen und so. Aber das wollte ich nochmal so als Audioformat gerne nochmal aufarbeiten, dass man das sich nachhören kann. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du hast hier noch Europa 2.0, ob du das nochmal ansprechen willst? Ja, vielleicht können wir da nochmal so eine Mix-Themensendung machen, aber vielleicht kann man das auch mal eine Extra-Folge machen. Ich weiß nicht, es müsste halt auch einigermaßen zeitnah, zumindest spätestens, wenn die Abstimmungsgeschichte kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fristen da aussehen. Das sind ja die Anträge von Crackpille. Ich glaube, die gehen jetzt langsam in die letzten Phasen. Die müssten bald eingefroren werden. Aber dann geht es ja danach erst in die Abstimmung. Also ich glaube, noch sind sie nicht eingefroren, noch ist Diskussion. Ja. Und dann sind sie ja eingefroren, sind sie ja dann auch nochmal für 30 Tage oder so, ne? Nee, 30 Tage nicht, nee, 15. 15, okay. Aber das wäre dann ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen den nächsten Cast über den Landesparteitag, über die Anträge zum Landesparteitag, und den darauf folgenden Cast dann vielleicht zu Europa 2.0. Wobei es da natürlich irgendwie toll wäre, wenn man jemanden hätte wie Crackpille, der da noch unterstützen kann. Ja. Aber den werden wir wohl nicht angekarrt kriegen. Da könnte man höchstens überlegen, ob wir es hinkriegen mit Skype. Ja, die Open Mind ist dann auch zu spät. Ja. Naja, müssen wir überlegen. Vielleicht machen wir das aber auch einfach nur irgendwo in einen Multithemen-Cast, in so ein konzeptloses Gelabere wie jetzt. Ja, unser Konzept ist ja die Konzeptlosigkeit. Genau. Um das mal wieder anzusprechen. Wobei ich das übrigens ganz cool finde. Also ich finde es gut, wenn man irgendwie mal so macht, mal so macht. Ja. Dann ist es vielleicht... Ja, also gib mal Feedback. Mal so ein Interview-Podcast, mal so ein Podcast über verschiedene Themen, mal über einen Podcast über ein Thema nur. Und ich habe ja auch mit Bastian. Bastian würde ja auch gerne mal wieder einen Podcast machen, und müssen wir mal schauen, ob wir da wieder ein Thema finden, ja, und einen Zeitpunkt vor allem. Ich glaube, Themen ist nicht so schwierig. Können wir ja auch zu dritt machen, oder falls noch jemand Lust hat, dann auch noch im größeren Rahmen. Mehr Meinung macht es immer interessanter. Ja. Weil wenn wir jetzt vielleicht noch jemanden zum Beispiel zum Thema Beschneidung da gehabt hätten, der dann eine ganz andere Meinung hat, da wäre das dann bestimmt noch ein bisschen kontroverser zugegangen jetzt hier bei uns. Und ein bisschen ideenreicher. Ja, was ich noch machen wollte, war mal ein Liquid Feedback Podcast, und zwar richtig im Detail. Also wirklich alles erklären. Wie funktioniert das ganze Ding? Wie funktioniert das mit den Phasen? Was gibt es da für Kritik an dem Tool? Was gibt es für Probleme? Warum kriegt man seinen Account nicht? Wurde ja auch auf der
Potsdamer Konferenz von jemandem gefragt, der seinen Account nicht bekommen hat oder seinen Zugangsschlüssel nicht bekommen hat, was er machen muss. Es ist meistens, oder das ist oft halt sind halt oft so einfache Gründe irgendwie, dass es halt im Spam-Ordner gelandet ist und man das übersehen hat dadurch. So. Dass das mal wirklich im Detail erklärt wird. Ja. Ansonsten, der nächste wird aber, denke ich, der Antragspodcast sein. Da müssen wir uns nur noch alle Einträge angucken. Ja. Das müssen wir machen. Aber das werden wir machen. 3 Wochen sind noch ungefähr. Knapp 3 Wochen. Sollte man in der nächsten Woche ins Auge schließen. 18 Tage. Beim letzten Mal war es ja auch sehr knapp. Ja, so eine halbe Woche vorher. Wir sollten das jetzt auf jeden Fall versuchen, spätestens in der nächsten Woche anzugehen. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, wa? Jo. Soweit, so gut. Schreibt ein Ping an unsere Twitter-Accounts, wenn ihr es bis zum Ende gehört habt. Zeigt uns mal, dass wir zeigt Hörer uns mal, haben. Dass ihr, zeigt uns mal, dass wir Hörer haben, falls wir welche haben. Ansonsten schmeißen wir den Kram trotzdem ins Netz. Wenn nicht, war es wieder schön, mit uns selbst zu reden. Ja, ich rede ja gerne mit dir. Ja. Deswegen wir sehen uns ja so selten. Eben. Genau. Dann macht's mal gut. Macht's gut. Tschüss.